Super. Ja, 2 Stunden beim Zahnarzt, das tut weh. Bist du heute gesehen? Ach, da. Oh, yeah. Dann kannst du Kaffee trinken nachher. Ja, ich habe gefragt, sie haben gesagt, ist alles gut im Fall, darf ich Kaffee trinken? Okay. Nur, ich muss mehr mit, ich arbeite viel mit Zahnseide. Das habe ich auch schon gesehen bei dir. Ja, genau, ja. Sie haben mir das gegeben, sie sagen, das ist besser. Ja, das Ding, ja, das Bürsteli, das Mini-Bürsteli. Ja, das muss ich auch noch ergänzen. Du musst zuerst die richtige Größe finden. Das ist so. Ja, ich muss fragen, ja, welche Farbe ist, wie gross und so. Aber in L.A. habe ich das so widerlich gefunden. Wenn du schaust irgendwas auf Netflix und es macht auf die ganze Zeit. Ich denke so, warte, was macht der? Hygiene, Bro, it's called Hygiene. Ah, geil. Ah, läuft? Grossartig. Wie ist der Ton heute? Formidabel. 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 Wie ist das Bild heute? Excellent. Ja. Yes. Ich bin jetzt out of focus, aber. Ja, und der Charlie ist. Aber wir haben beide. Nicht wegen gebraucht. Dem Bild. So. Also. Yes. Bam! Yeah, man! Viel gut Podcast Nummer 40. Bam! Und darum bist du wieder da. Dankeschön. Wie geht's? Gut. Okay. Gestresst, aber so easy. Gestresst? Aber ja, wir haben ja gar nicht so viel zu tun. Ja, zügeln ist stressig. Also. Aha, der Stress, den du gehabt hast. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der zügeln gerne hat. Nein, es ist immer ein absoluter Dreck. Es ist immer ein absoluter Dreck. Ich finde zwar, es ist zwar mühsam, das Zeug in Kisten zu räumen, aber es ist befreiend. Nein, es ist befreiend, dass du viele Sachen dann sein lässt. Also weißt du, du hast eigentlich im Normalfall, wenn du zügelst, solltest du ein bisschen reduzieren. Das ist wirklich, nimmst Cleansing. Alles, genau, nimmst alles mal in die Hand, schaust an und sagst so, das braucht man nicht. Nein. Das braucht man nicht mehr. Dann kannst du es weggeben. Oder? Ja. Nein, das war schön. Ich habe meinen ganzen Keller. Wirklich meinen ganzen Keller. Ich habe gesagt, es steht eh nur umeinander. Du hast einen hohen Sofa im Keller gehabt. Ja, Vater, das musste ich auch wegrühren. Ah, ich habe es rausgestellt. Ja. In Dietikon. Keiner hat es genommen. Wirklich? Ja. Ich habe gesagt, in Basel könntest du es innerhalb von 10 Sekunden. 10 Sekunden weg. Ist das weg? Nein, weißt du, da in Zürich. Was sind das für Grüße gesehen? Das gehört so wie eine Katze. Alles gut. Wenn du Christoph rumläuft, musst du immer schauen. Was ist, wie geht es dir? Ja, aber sag schnell wegen dem Zügeln. Also, jetzt haben das Zeug eingeräumt? Noch nicht. Nein, vergiss es. Übergeräumt. Wann gibst du die alte Wohnung ab? Habe ich schon. Hast du schon? Ja, mega pingelig sind sie. Absolut. Ah, das ist ein Kind, das schreit. Aha, das ist keine Katze. Das ist ein Kind. Es hat tönt wie eine Katze. Schau, es hat sogar Katzenöhrli als Kapuze. Ja. Nein, Das ist ein Transcat. Ja, nur Sachen rein. Aber du kennst es ja beim Zügeln. Du stellst zwar Sachen her, aber es passt nicht mehr so wie in der alten Wohnung. Und du weißt, das nehme ich irgendwann weg. Ja. Also, weißt du, ich meine, es ist nicht zufriedenstellend. Und weißt du, was denn übrig bleibt? Alle ihre Sachen. Ja, voll. Aber wir haben viele neue Sachen gehabt. Ja. Das ist schon fairer. Ja klar, wenn du zusammen etwas Neues kaufst, postest. Ja, genau, ja. Aber ich habe schon mehrheitlich mehr weggerührt, das kann man schon mit Sicherheit sagen. Und ihre Sachen? Viele hat sie weggegeben und verkauft, aber nicht alles. Die Sachen, die du die Post-its drauf hast? Wo ich versuche, kann Post-its drauf zu tun, sage ich. Wie war der Deal? Du kannst Post-its drauf tun auf Sachen, die du findest, sollen nicht mitkommen. Ja, genau. Ja. Und kaum kommst du irgendetwas am Nöch, mach so, ah nein, das ist mega cool. Ah nein, das geht nicht. Du bist Vögel. Alter, ich brauche doch keine Vögel an der Welt. Es ist so. Was Vögel? Es sind so Vögel. So Wandtattoos, ja, oder was? Nein, so. So, kann ich sagen, so dekorative, wie heissen die Platte im Badzimmer? Keramik. Ja. Yeah. Vögel. So kleine, herzige, die sie bei sich haben. Yeah. Bei dir hat es mega gepasst, aber jetzt in dieser Wohnung ist so. Aber ich traue mich, habe ich es nicht zu sagen, aber das ist okay. Du darfst einfach nicht in die reinfressen. Ja, voll. Weißt du, wenn du jeden Tag Vögel anschaust.
Und irgendwie so nach 5 Jahren tickst du komplett aus. Weißt du was? Und die scheiß Pferde regen mich um. Ja, komm, mein Tisch, gell? Und dann sagt sie, meine Großmutter, mir sie geschenkt, oh shit. Ich habe mal für ein paar Nächte bei einem befreundeten Bärli dürfen übernachten, weil ich einen Auftrag hatte. Mhm. Ich behalte es extra sehr vage. Und es war so geil gewesen, weil es ist so um die Weihnachtszeit herum war. Und sie hat für ihn einen Adventskalender gemacht. Okay. Und hat jeden Tag irgendeine Überraschung drin gehabt. Irgendwie einmal ein Fußballmatch und einmal das und so. Und dann hat sie irgendwie, was ist gesehen? Sie hat gesagt, sie backt ihm irgendein Brot, das er so mega gern hat. Okay. Und für das hat sie 2 so neue so Schüsseln bestellt, okay, wo irgendwie so das Brot gut gestrichen kann. Das irgendwie so, okay, ja. So, das habe ich gewusst von ihr. Ja. Danach bin ich einmal. Dann bin ich einmal mit ihm daheim und er ist irgendwie in der Küche und macht irgendwie den Schrank auf und dann sind eben die neuen Schüsseln drin und so. Und dann kriegt er die Tür nicht mehr richtig zu und dann rastet er komplett aus. Und ich finde so, der ganze Scheiß, viel zu viel Zeug drin und sie muss immer noch neue Sachen dazu holen. Und ich denke so, ich würde dir jetzt mega gerne sagen, warum sie die Schüssel bestellt hat. Aber ich darf nicht. Und, wenn man ganz ehrlich sind, wahrscheinlich hat sie die Schüssel jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, voll. Aber man hat einen Grund gehabt, um sich Schüssel bestellen. Ja, genau. Damit ja. man einen anderen Grund hat, um das dann zu machen. Ja, weißt du, das ist der Grund, warum sie denn das, dass ich irgendwann gehört habe. Oh, Schatz, sorry, ich habe den Schrank schnell aufgemacht, dann ist es rausgefallen. Das ist kaputt gegangen. Das wird meine Ausrede sein. Oh, sorry, ja. Im Haus nicht geshootet und haben den Vogel drauf. Ach nein. Sorry, ich habe Jäger gespielt und Vögel abgeschossen. Mit dem Luftgewehr. Oh nein. Aber sonst, wie geht es dir mit dieser Langweile? Ich habe überhaupt keine Langweile. Ist keine Langweile? Nein. Huere viel zu tun. Ja? Covid-Stress? Mm-mm. Nein, nicht Covid-Stress, sondern ich habe wirklich auf der. Also einerseits, zum Glück mache ich da noch und die Leute hören da und schauen da und haben mich gefreut. Hey, gratuliere nice. Übrigens, das muss ich noch on-cam sagen, sehr beliebter Podcast. Ich bin stolz darauf, dass ich dich kenne. Just putting it out there on the record. Danke vielmals, danke vielmals. Und ist ja auch, was haben wir jetzt, der 40. Ja. Drum, das machen wir momentan und ich habe wirklich genug zu tun. Ja. Ja, ich habe immer noch nicht mein Auto fertig gebaut. Mein Lego-Auto. Ah, das Lego-Auto? Nein, ja, eben, das zeigt, wie viel ich zu habe. Ja, genau. Hey, ich hätte einfach nicht gedacht, dass es so lange geht, um so ein Lego... Ich meine, das ist für Kinder. Nein, es heisst irgendwie... Nein, ist nicht für Kinder. Es heisst Kinder, irgendwie Creator-Expert, was weiß ich. Das Friends-Set, das habe ich innerhalb von 4 Stunden. 4,5 Stunden habe ich das zusammengebaut. Aber das ist eigentlich recht simpel, weil es ist einfach ein fetter Boden, genau, ein paar Wände. Und dann hast du halt alles so Shishi-Dinger. So das kleine Tassli dort und Kaffeemaschine und so. Das ist dann eigentlich ein bisschen die Arbeit gewesen. Und beim Auto ist aber viel mehr. Ist viel mehr zu tun. Ja, ich freue mich auf den Tag, wenn sie dann bei dir sagt, oh Schatz, sorry, ich habe putzt. Das ist aber geil. Ja, vor allem, dass wir ein Friend sagt, habe ich ja ein bisschen für sie zusammengebaut. Und sie ist schön gesagt, so morgens aufgestanden und sagt, ah, schön. So, jo. Sie hat das Gefühl, es ist mehr für mich. Weißt? Okay, ja, gut. Es steht momentan noch in der Stube, aber ich glaube nicht, dass es noch anders steht. Das ist nicht, nein. Das habe ich auch über die Duftkerze gesagt, die im Gang stehen. Ja. Und die Wohnung hast du jetzt abgegeben? Die sind richtig pingelig gewesen. Die haben sogar jede Steckdose angeschaut, zum zu schauen, ob... Wirklich? Ob, nein, ohne Scheiß. Wirklich, sie sind hergegangen und haben geschaut, so, ja, still. Ja, still. Was jetzt? Ja, still. Was, sie haben sie so probiert zu wackeln? Ja, voll. Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe ihn angeschaut und gedacht, in deinem reinen Ernst jetzt, so, macht er das wirklich? Und dann sagt er, und dann habe ich es nachher verstanden, wenn er gesagt hat, ja, weißt, ich habe die Wohnung selber saniert. Weißt, und dann hat er angefangen, weißt du, Lavabo, hä? Wir haben es dort und dort bestellt, es ist mega lang gegangen. Erzählt mir über Sanieren und ich denke, Alter, ich will gehen. Und dann über das WC ist er auch noch gekommen, ja gut, ist der Kalk weggebracht da, hä? Ja, ich habe das selber in den Tag gegeben. Schon gefragt wegen dem Hausratversicherung, kennen Sie einen? Ja. Es ist mega speziell. Das heisst, sie hat die eigentlich gar nicht gebraucht. Nein.
Nein. Also sie sind richtig pingelig, sind auch wirklich, sind sogar, weißt du, wenn ich reingezügelt bin, weißt du, kleine Sachen, die ich nicht geschrieben habe, die nicht gut sind, musst hätte ich sagen. Mal, eben, ja, jetzt hast du es gelernt. Beim Fenster, so ein kleines Metallstück, hat davon wackeln. Und dann habe ich gedacht, das ist normaler Gebrauch. Nein, Mann. Habe ich wirklich gedacht, auch der Wasserhahn. Lassen sie Wasser laufen und dann wackeln sie es. Ja, und dann schauen, ob irgendwo Wasser rauskommt. Das habe ich wirklich zum ersten Mal gesehen. Ja, aber weißt du, darum, also das habe ich natürlich auch noch nie so extrem gemacht wie jetzt, aber darum gehst du wirklich alles an. Alles, ja. Weil es kommt dann jemand und sagt, ah, das ist normal, da kann man nichts machen, oder was auch immer, aber es ist irgendjemand dokumentiert. Ja, eben, weil sonst heisst es auf einmal, du musst dafür aufkommen. Du musst das Scheissfenster zahlen. Und du merkst, dass du älter wirst, wenn du über Zügler redest. Bei meiner ersten Wohnung, wo ich aus deren raus bin, hat es geheißen, irgendjemand von der Verwaltung meldet sich dann für die Wohnungsabgabe und Schlüsselübergabe, oder? Ja. Yeah. Da hat sich nie irgendjemand gemeldet. Da habe ich wirklich nur etwa einen Monat oder sogar zwei. Ich habe die Wohnung, nein, ich glaube einen Monat gesehen. Und dann nach einem Monat habe ich gefunden, ich rufe mal an. Dann habe ich die Verwaltung angerufen und gesagt, ja, es hat geheißen, es meldet sich mal jemand. Und dann sieht er, aha, hast du die noch nicht abgegeben? Was? Was? Sie haben noch einen Schlüssel. Ja, gut, nächsten Dienstag, irgendwie 9 Uhr am Morgen. Und ich so, ja, okay. Weißt, und du musst ja quasi Besen rein. Und ich habe da riesen Putzekippe. Ja, eben, voll. Wirklich alles blitzeblank gemacht hat. Nach dem Monat ist ihnen schon wieder eine Staubschicht überall rumgelegen. Oh, dann sind sie dumm. Nein, lass jetzt, der Typ hat es nicht weniger können interessieren. Der ist wirklich oft so Schlüssel genommen, einmal aufgeschlossen, wirklich so, eigentlich mehr so nur reingeschaut. Ist ja klar. Ja. Ich glaube, ich auch nicht, oder? Und ich so, ist das jetzt gesehen? Wirklich? Oh, du hast die Mühe für nichts. Für gar nichts. Wie viel hast du zahlt? 560 oder so, gell? Für was Putz? Nein, nicht ganz so viel. Nein. Nicht? Okay. Nicht ganz so viel, aber es ist trotzdem hohe Arbeit, oder? Es geht alles weg. Mühsam. Aber es ist gut, weißt du, lieber tun wir jetzt zügeln, während der. Währenddem dass es so ruhig ist, anstatt dann, wenn es läuft. Wo ich mich immer noch stutzig bin, wenn es wieder läuft. Ja, und vor allem eben hast du ein bisschen Zeit, wenn du jetzt einräumst. Jetzt hast du richtig Zeit, um einräumen. Ja. Oder? Dann musst du nicht irgendwie, machst du hier mal eine Stunde und dort mal eine Stunde und so, weil dann bist du ein bisschen im Stress. Ja. Sondern du kannst jetzt wirklich auf der anderen sitzen und sagen. Nein, aber ich bin immer noch so, ich fange etwas an, was Bücher gestellt. Yeah. Dann fange ich schon von der Größe und Farbe, etwa in der Mitte, fange ich mich einfach anschießen. Ich bin einfach, fuck it, man, niemand schaut da rein, man. Ich habe schon einen Globus da angestellt, da ist verrummt. Nein, ich habe keine Geduld, ich habe keine Geduld. Gott, ich habe es nicht genommen. Gibt es nicht irgendwelche Firmen, wo du einfach kannst sagen, auch. So Deko, so. Doch, nein, richtig. Natürlich. Nein. Ja, aber es ist auch dir. Broke! Covid! Ah, bist du Zoom-Auftritt gewesen gestern? Oh Gott, Mann! Nein. Du hast verdammt viel Zoom-Auftritt gemacht. Ja, ich habe wirklich ein paar können machen. Und es gibt ganz coole und es gibt ganz, ganz weirde Zoom-Auftritte. Ich glaube, die Leute, die zuschauen, ist glaub, nicht so schlimm. Ja, yeah, ja. Yeah. Wie viele Leute. Und du kannst sehr gerne von deinem Zoom-Call noch erzählen. Du hast auch einen, zwei gehabt, habe ich gemeint, oder? Ich habe eine Award-Show gehabt. Ja, per Zoom sozusagen. Ja. Und bin in so einer Green, wirklich Box, wirklich von oben bis unten alles gekriegt. Ja. So ein bisschen, bist du mal im alten Joy-Studio gesehen? Nein, eben nicht. Ja, doch. Alles gekriegt. Neben SRF, oder? Ja, beim Kappa. Ja, genau. Und ich bin auf 4,5 Stunden bin ich angewurzelt da gestanden und habe irgendwelche Namen abgelesen und solche Sachen. Scheiße. Nachher bin ich in Coop, bin ein bisschen kurz Nacht einkaufen. Mhm. Und dann hat für harten Alk musst du ja dann zum Kundendienst. Ja, schon wie separat. Okay. Oder? Und ich habe so überlegt, irgendetwas eben. Ich muss jetzt sagen, glaube so. Der Stressabbau. Und Scheiße, ich glaube, man hat es mir angemerkt, weil die anderen. Weißt du, ich noch mit der Maske. Ich laufe wirklich nur da an und sage so, grüezi wohl. Und sie, Alkohol. Sie ist schon mit den Augen gesehen. Ich so, oh, ich nicht zum Alkohol. Nein, oh Gott.
Aber ich finde es, nein, gestern ist es so, ich finde es nur eine herzige Amix, wenn der Veranstalter will, ein bisschen Stimmung machen, aber ich glaube, wir verstehen Stimmung ganz anders als der Veranstalter. Yeah. Wir haben extra einen Zoom-Call vorher. Und dann haben wir abgemacht, hey, ich logge mich einfach als irgendein Mitarbeiter ein. Ist lustig, wenn sich Leute dann fragen, hey, wer ist das überhaupt? Aber wenn sich 90 Leute anmelden, du merkst doch nicht, dass irgendeiner ist, so, ah, da haben wir neue Mitarbeiter. Und auch wenn dann, es wird keiner von dem Zoom-Call fragen, hey, wer ist der Schwarze, der dort mit dem Mikrofon steht? Und dann, aber ich habe extra die Cam aufgestellt und dann fängt er so an. Und dann sagt er, ja, ich mache ein Rätsel zwischen 5 und 10 Minuten. Ich natürlich mit dem Mikrofon, laufe umeinander, fängt er an, so, ja, guten Abend miteinander, komisch, eben sehr speziell, dass wir uns so treffen können. Aber wir haben etwas Spezielles dabei, ein Psychologe namens, ein Gesellschaftspsychologe namens Max Mustermann, der uns jetzt über seine... Und jetzt über seine gesellschaftliche Beobachtungen wird, berichten. Yeah. Der Charles Nguela. Ja. Er wird das auf so sehr lustige Art und Weise machen. In dem Fall einen Applaus. Dann sagt er meinen Namen nochmal für den Charles Nguela. Also weißt du, die Überraschung ist einfach weg. Und dann sagt er nochmal Charles Nguela. Und dann geht der Kamera und ist einfach ruhig. So, hey! Ich bin der Max Mustermann. Wo ich mich extra so dumm eingeloggt habe. Und dann habe ich müssen sagen, Leute, bitte euch das Mikrofon an, ich laufe nochmal raus und dann machen wir das richtig. Und dann haben wir das dann gemacht, haben wir angefangen und der Team natürlich, ich war unscharf gewesen. Und ich finde, ja, dann denkt, du kannst mir sagen, aber der Typ dann klündelt so vor die Kamera und vor die Schärfe auf die Stelle. Während dem Auftritt und du siehst einfach seinen Finger, der reinkommt und ich den Kamera. Ah, es ist gut gekommen. Und dann am Ende ist es einfach ein bisschen weird geworden, weil wir gesagt haben, wir dürfen die Fragen stellen. Ja. Yeah. Und dann, ich bin fertig, ich will Tschüss sagen, dann macht der Tim auf dem Bildschirm, ich wurde gestresst, so, hey, muss ich noch schauen. Und dann schaue ich die Frage und die erste Frage ist, was hältst du von, Hesa Brugger? Yeah. Und ich denke so, okay, ja, mega gute Künstlerin, yeah, und so, bla bla bla. Der zweite so, warum heißt der andere Tim? What the fuck? So. Und dann hat er gesagt, er heißt einfach so. Seine Eltern haben ihn mal so genannt. Es sind Kaderleute und dann muss. Und es gibt immer Klugscheisse, wo dann drin redet. Dann kommt einer hin und sagt: Nein, weißt du, er fragt, weil er auch Tim heißt. Und deswegen hat er es lustig gefunden, zu fragen, warum heißt der andere Tim. Weißt du, das ist ein Insider. Aber keiner hat gelacht. Warum musst du es jetzt erklären? Ja. Du musst dazu sagen, der Tim ist dein Manager. Ja, der Tim ist mein Manager. Und hat genau. Ein mobiles Studio errichtet. Ja, voll die Heim. Dass die Zoom-Auftritte wenigstens ein bisschen Qualität, professionell sind. Ja, ja, du hast wirklich ein Mikrofon und so. Ja. Und, aber ich muss sagen, es ist immer noch Herzklopfen. Wie wenn du es testest, du hast nicht 90 Leute, die online sind. Ja, ja, ja. Und dann ist immer das Gefühl, ja, es läuft. Und dann, wenn es online geht, ist so, oh shit, funktioniert alles. Irgendetwas stockt. Ja, ja, ja. Ja. Wenn alle das Mikrofon anhaben, dann du merkst, dann der Sound stimmt dann nicht mehr. Ja. Aber es ist eine gute Alternative, aber als Bühnenkünstler... Nein, aber eben, das zeigt ja auch, dass das, was wir machen, nur funktioniert in einem Raum mit Menschen, die effektiv reagieren. Ja. Und vor nicht nur das, weißt du, das finde ich richtig weird und ich glaube, Leute merken es auch selber. Es ist wie wenn du an ein Konzert willst gehen und das Konzert ist fertig und du loggst dich einfach aus und bist zuhause. Du kannst die ganze Erfahrung, die du dort hast, fehlt und die Leute sind und die Gleichgesinnigen. Genau, das fehlt mir. Ja. Das fehlt mega nach der Show. Es ist immer so, tschüss, stellst du ab und bist schon dort so. Ja, wenn wir es bieren. Es ist einfach etwas, und das merkst du auch, dass Leute das merken. Und es gibt mir eben Sicherheit, weil mehrmals haben wir Leute gefragt, haben die Angst, dass Roboter mal euren Job übernehmen oder dass es so wird, alles online. Nein. Jetzt, im Moment, wo ich die Zoom-Calls hatte, kann ich sagen, nein, ich habe es vergessen. Niemals. Es gibt nichts,
im Vergleich zu einem Live-Auftritt. Einfach niemals. Nicht. Ja. Niemals. Ich hatte einen Talk vor ein paar Tagen und dann hat er gefragt, hast du nicht das Gefühl, unabhängig von Covid, dass wegen so Online-Comedians, yeah, weißt du, Social Media und was weiß yeah ich, dass Stand-up quasi es schwerer hat? Im Gegenteil. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Nein. Irgendwie, das Einzige, was passiert ist, ist, dass man vielleicht sogar noch mehr Leute erreicht. Und ja, ich bin nicht einer, der gross irgendwie auf Social Media mega Leute, Gas ja gibt und irgendwie super Comedy drauf macht. Ja. Und trotzdem erreichst du noch ein paar Menschen. Sowieso. Und es hilft dir sogar, dass wenn irgendwie ein Social Media Star dann mal auf eine Bühne geht, dann kommen ja Menschen, die ja sonst nie waren, schauen. Und dann sehen sie dich und ja sehen mich. Und sehen andere Leute, ja. Und denken so, wow, noch geil. Ah, cool. Ja, ja. Ja, nein, das, ich glaube, es ist nur eine Bereicherung. Was mich dann aber stört, ist, wenn dann Leute finden, Online-Künstler mit Bühnenkünstlern zu vergleichen. Ja, aber das ist normal. Das ist normal, ja. Das ist ja nicht. Aber das machen die Leute gerne. Aber das ist nicht das Gleiche. Das ist ja nicht Rock'n'Roll mit Schlager vergleichen. Ja, es ist halt auf einer anderen Disziplin. Es ist, Schlager ist ein bisschen sanfterer Rock'n'Roll. Mhm. Also weißt du, ich meine, die Stimmung ist fast gleich dort. Leute gehen ab, singen zu Liedern, die ich nie würde. Jo, aber du weißt, was ich meine. Aber ja, zum Beispiel, wie heißt der? Adi Totoro, wo der Swiss Comedy Award auch gewonnen hat in der Kategorie Online. Ah, ja, kenne ich ja. Der ist von Basel. Und irgendwie ist der bei mir zwei, drei Mal wieder aufgepoppt, so in Social Media Sachen. Mhm. Und der schreibt irgendwie so lustige Lieder und alles so Zeugs. Ja, weißt voll, ja. Und dann denke ich so, voll geil, ich würde es einfach nicht online tun. Du willst es auf Bühne wieder machen. Vor allem, wenn ich so ein Lied schreibe. Dann willst du es auf Bühne wieder machen. Ja, genau. Ja. Du kannst eigentlich, also klar, sehen es weniger Leute in dem Moment, wenn du zusammenzählst, wie viele Leute sehen. Dafür kannst du es länger machen eigentlich. Das ist wahr. Weil wenn es einmal draus ist, ist es draus. Schau mal, ich liebe das Quartier. Schau mal, der andere fotografiert irgendein Schaufenster. Ah, schau jetzt. Er fotografiert quasi durch die Scheibe durch. Weißt du, drinnen blitzt es mega. Es geht hart und ab. Er ist draußen. Und er ist draußen. Er fotografiert von draußen und drinnen blitzt. Achtung, jetzt kommt es wieder. Und er hat eine Maske. Ja, er ist draußen. Das ist er mit der Maske. Vor dem Briefkasten hat er eine Maske genommen. Schau jetzt, Er hat jetzt einen Blitz abgestellt. Ja, ja. Ah, es ist klasse. Es ist ein klassisches Fotoshooting. Es ist immer so. Aha, ja, ja. Yes. Und danach tut er wieder so schnell auf die Kamera schauen. Warte schnell. Nee, glaubst du nicht, dass irgendjemand drin ist, der am Pose ist? Doch, man sieht ab und zu eine Hand. Ja, ab und zu siehst du eine Hand. Atelier 63! Ja, ich finde es geil. Das ist einfach zu. Geil, es kommt die Langstrasse, Baby. So läuft's. Ja, ich hab gerade vorher draußen ein alter Mann, ein Afrikaner und eine Frau gesehen, schwätzen, wo ich denken kann, sind die wirklich Freunde? So, einfach so Langstrassblick. So, du weißt nie, wenn du so eine Gruppe Leute siehst, so sind sie wirklich Freunde. Entweder kennen sie sich seit 40 Jahren oder seit 40 Sekunden. So. Ja. Oder irgendjemand sucht irgendetwas. Entweder Sex oder Drogen. Also. Das überrascht mich da nicht. Oder beides zusammen? Ja, das stimmt auch. Sex und Drogen. Kannst du auch haben. Ja, von die Frau ist aber jetzt stylisch, das muss man schon sagen. Hey, ich bin völlig irritiert von dem Geblitzen da draußen. Ja? Das ist krass. Wie findest du Fotoshootings? Komisch. Gell? Ich find das. Aber wenn Leute, die Fotos, Shootings geil findet, frage ich mich immer. Aber ich habe früher immer das Gefühl gehabt, ich würde das mega gerne machen. Ah. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist voll geil, weil du bist eben so vor der Kamera, bam. So, und dann machst du es zum ersten Mal und denkst so, es ist weird. Ah, irgendwie nicht, nein. Ja, ich find die übermotivierte Fotografen finde ich einfach so komisch. Ja, genau so. Wieder runter, schau links, schau rauf, aber Energie, lach, jetzt hässig, ernst. So, yo, okay, du bist einfach...
Nein, ich finde es weird. Ich finde es richtig weird. Ich finde aber, die geilsten Shootings sind die, wo ich finde, wo du nicht musst lachen. Wo du einfach dort kannst sitzen. Das ist so das wahre Du. So einfach so, wenn du dort sitzt, dann sieht man, ob dein Gesicht freundlich ist oder nicht. Oder einfach so, Gut, aber Comedy bringt es nicht viel. Nein, Comedy bringt es nicht viel. So wie mein Plakat für Hey, bitte, Secret. Da bin ich ganz ehrlich nie ganz draus gekommen, was die Idee ist. Ich habe so halbwegs James Bond, Hey, bitte, Secret, weil so... Ist nicht checken. Nein. Vor allem, also es hat für mich nicht ausgesehen wie Comedy. Es hat auch, das Programm ist arschlustig, aber das Plakat ist so. Aber ich habe nicht wollen, dass es eben so Comedy-mäßig ist. Yeah, yeah. Und viele Leute haben eben das. Ich finde, du bist einer der Einzigen, die ich cool finde, der so lacht. So, yeah, so richtig geil. Aber sonst alle anderen finde ich einfach immer weird. Also vor allem Duos. Immer weird, wenn Duos zu fest lachen in einem Bild. So, ist das so gut, haben das nicht. Okay. So calm the fuck down. Nein. Das ist einfach weird. So, yeah. Ich finde es cool, wenn einer normal ist und ein bisschen lachen, aber so das. Oder so irgendwelche Gitarre aufheben. Also, ja, aber weißt du, es geht ja nicht um das, sondern es geht ja mehr darum, dass irgendwie aufgrund von einem Blickwinkel und irgendwie. Ja. Es muss ja nicht lachen sein, aber einfach irgendwie, dass wie ersichtlich ist, dass es Comedy ist. Ja, das ist wahr, das ist recht. Aber ich glaube... Also, dieses neue Plakat war Comedy. Aber wahrscheinlich kann ich es nicht brauchen. Nein. Ah, scheiße. Wegen Covid, ne? Ja, schade. Schade, Corona! Schade. Nein, aber ich glaube auch, es liegt auch daran, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin der bestaussehende Mensch. Also weißt du, ich meine, ich glaube, Leute, die gerne Shootings haben, zu einem gewissen Grad müssen sie sich selber auch schön finden. So meinst du, Ja, weißt du, ich meine, für mich ist es einfach störend für mich, wenn ich den. Ich schaue es nicht so an wie die anderen. Ich sage, Ist ja, so wie sich gewisse Menschen im Spiegel anschauen, oder? Genau. Läuft so. Also, weißt du, laufen sie so an einem Schaufenster vorbei. Und wenn sie so, Oh, look, sie sind Schaufenster, aber hauptsächlich ist sie sicher. Genau. So, I'll fuck that, I'll tap that ass. Oder Leute, die in deiner Sonnenbrille sich sehen, weißt du? Ja, wenn du mit ihnen quatschst, oh, das ist so mühsam. Die so, aha, dude, fuck you. Nein, ich weiß nicht. Also ich glaube, du musst dich zu einem gewissen Grad einfach gerne. Ich habe nicht mal lange Haare. Das heisst, ich mache nicht mal meine Haare am Morgen und schaue meinen Covid-Bart an. Also, weißt du, ich bin eher der, der fürs Zähneputzen vor dem Spiegel steht und glaube, höchstens zum schnell durchkommen und dann bin ich draus. Aber früher hast du deine geile. Wie nennt man das? Die Cornrows meinst du? Sind es Cornrows gesehen? Cornrows, die meine Mom so geflechtet hat. Nein, aha, das habe ich einmal gesehen. Nein, sondern wo sie dann so abgelampt sind. Ah, so einfach so, ich habe so S-Curl, Gel, Drito, wo man so Rick James, Jerry Curl. Habe ich schon lange nicht gemacht. Jetzt ist der Tor auf kurz. Ja, sehr kurz. Yeah. Immer, wie meine Haare nicht wachsen. Aber hey, ich bin vor zwei Tagen die Plasmaspritze geholt für den Kopf. Du weißt schon, dass ich Knieschmerzen habe. Ja. Yeah. Und dann jetzt mit der Plasmaspritze ins Kniegelenk rein. Alter, das tut so weh. Okay, und was im Kopf? Im Kopf hinein, ja voll. Was? Und das tut weh. Das tut auch weh. Was sie macht, der Spritze im Kopf? In den Kopf. Also, sie nehmen das Blut. Das letzte Mal habe ich schon gefragt. Ich weiß das Wort nicht. Zentrifuge, genau. Yeah. Tun sie dort rein, nehmen sie das Plasma raus und dann haben sie eine Spritze und dann spritzen sie überall rein. Es tut weh. Es tut richtig was, weh. Was, der ganze Kopf? Nur eben da. Verschiedene Orte. Also so Oberschädel, so Schädeldecke. Genau. Weil meine Haare, sie wachsen zwar... Wie oft machen sie das? Etwa 40 Mal. What? Es tut weh. Es tut wirklich weh. Weißt du, weil meine Haare wachsen zwar, aber sehr langsam. Aha. Weißt du, und deswegen brauche ich so einen extra Push, dass ich wieder... das kann machen. Und dann gehen sie wirklich so rein, so tack, spritze, tack, spritze, tack, spritze, tack, spritze, tack. Es tut weh. Und vor allem, bei dir ist ja immer schon alles übertrieben. Ey, ich sag das mal. Ich habe das Gefühl gehabt, als würde Ameisen, aber
so reinbeissen und dann, wenn sie es rausnimmt, so, oh. Und sie hat ab und zu Pause müssen machen, wie sie es gemerkt hat. Sie so, tut es weh? Soll ich Pause machen? So, bitte gerne den Kühlbeutel Kronen auf meinen Kopf drauf. Wirklich? Nein, ohne Scheiße, es tut weh. Du schon in L.A. bin ich jeden Tag bin ich fast verreckt, weil schon... Oder in New York habe ich dich nicht gehört duschen, weil du eine separate Dusche gesehen hast, aber in L.A. Du steigst nur in eine Dusche und dann ist das andere, ah, heiß! Ah, es ist ja kalt! Die ganze Zeit! Und ich denke, Hey, es war hure sensibel gewesen, der Knopf, okay? Wenn du 1 Millimeter gegen rechts kalt, 1 Millimeter gegen links zu warm. Oder, kennst du das nicht? Oder die Strich, die du gemacht hast. Ey, lass zu, die haben so weh da. Ich schwöre, das ist der Typ, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was er sagt. Es gibt Leute, wo einfach die Haut sensibel ist. Bei mir ist es sensibel. Bei dir ist alles sensibel. Ja, damit, Christoph, damit du es auch siehst, es ist das da gewesen. Ich weiß nicht, ob es gesehen das da. Ist das da nicht gemacht? Ja, also Tattoo. Es war so geschwollen gewesen. Das sei. Nein, der tut so. Ich schwöre, so, weißt du, jedes Mal macht er das. Dann läuft er irgendjemand an und dann macht er so ein bisschen mit dem Ärmel so und dann macht er. Ah, ja, Anna! Wie es am Hüter war! Oh nein, das tut weh! Das tut weh! Nein, mach's mal! Du hast nicht so. Mach das mal! Was? Ich kann so nicht eine, so. So eine dicke, ja, wirklich so eine schwarze Stelle. Ey, das tut richtig weh. Also, das hat recht weh gemacht, weil er halt alles ausfüllt. Oh. Aber am härtesten ist einer gesehen, mein Waden-Ding. Der Löy. Weil es auf die Hure grossflächig ist. Also dort hätte ich Schiss. Und ich bin zweieinhalb Stunden. Oh. Und zwar, eben, weißt du, es ist gerade so eine Länge, wo du sagst, dann bleibst du am Stück. Machst ja, halt. Dann machst du es ja. Anstatt, ja, da habe ich mehr Maus gehabt. Und da ist am schlimmsten gesehen. Was, der Ellbogen? Ja, gerade. Grad, vor dem Ellbogen. Gerade wirklich das Herz, damit die Leute sehen, das dahinter. Ah, oh, shit. Das hat richtig Veto. Das glaube ich. Nein, es hat richtig Veto. Weil dann geht er immer wieder über die gleiche Stelle. Ja, ja, ja. Aber eben, wenn du Plasmaspritze kriegst in den Kopf, dann ist es bei dir wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer. Ey. Als bei anderen Menschen. Du hast mich nicht mehr brauchen. Das ist das Gleiche. Hast du schon einen Covid-Test gemacht? Nein, noch nie müssen. Wirklich? Nein, noch keine? Nein, noch keine. Ah, du. Da habe ich schon einmal. Nein, noch keine. Also, weißt du, mit dem Abstrich ja, quasi, ja, ja. Nase, ja. Oder? Ja, eben. Da bin ich im Frühling. Frühling habe ich schon einmal machen. Und dann bist du im Wartezimmer. Und ich bin so bei der Tür gesessen. Und dann hörst du, wie der vor dir getestet wird. Und dann. Oh. Nein, wirklich, der hat so. Der hat wirklich so. Und ich hocke so dort so, nein, ernsthaft jetzt. Und dann ist es überhaupt nicht schlimm gewesen. Ja, sind wir nur Gasmus da. Schlechter Gasmus. Oh. Aber es ist überhaupt nicht schlimm gewesen. Es ist wirklich so gesehen, klar ist es unangenehm. Und vor allem irgendwie habe ich gehört, wenn sie irgendetwas treffen, dann kann sie das nachher auf die ganze Du, wie Nasenblut oder was? Nein, nicht Nasenblut, sondern dass auf deine Nase läuft, dass du wie Schnuppe hast. Okay. Oh, ja, aber, und auch wenn ich das zweite Mal gemacht habe, es ist unangenehm. Aber nicht. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich weiß genau, du willst. Ich würde sterben. Du willst eine Stunde, lang schreien. Nein, weil fast, glaube ich, von 10 Leuten, die den Test gemacht haben, 8 haben gesagt, das ist grausam. Einfach das Gefühl einfach. Es ist einfach weird, dass etwas so weit hinten die Nase, wo du nicht selber rein tust. Das ist ja viel besser. Viel besser, dass du nicht selber machst, weil selber wärst du ja zu vorsichtig und durch das würdest du... musst wirklich so durch das würdest du wahrscheinlich auch viel länger, ja. Weißt du, würdest so... und dann würdest du ein bisschen vorsichtig... Und sie machen wirklich so... Ja, und sie machen so wirklich so... Ja, schau ein bisschen zurück, okay, und Achtung, los geht's. Ist ja wie Spritze. Ich meine, hast du dir selber schon mal Spritze gegeben? Nein, noch nie, ja. Kann ich nicht. Nein, ich könnte auch nicht. Kann ich nicht. Nein, eben, aber stell dir vor, weißt du, würdest irgendwie eine halbe Stunde, würdest du ein bisschen so, ich weiß noch nicht. Ich würde so mal. Eben, und irgendwann musst du auf voll reinhauen. Ja, oder? Oh Gott, fein. Und wenn du eine Brand Spritze macht, dann ist es wirklich auf so, Achtung, pop, schon drin. Drin, ja. Hast du von diesen Schnelltests gehört in Österreich? Was? Sie haben Schnelltests gekauft, wo, wenn du Cola drauf tust, das positiv zeigt. Ja. Aber also, du bist ja ein Video über das gemacht. Ah, hat er gemacht? Ja, ja, ja. Und zwar, in Österreich hat das ein Politiker dann irgendwie angeprangert. Ja, aber es gibt doch einen Grund, warum es das macht. Ja, irgendetwas sind Gocki drin. Nein, und zwar, oder? Es zeigt nicht positiv an, sondern der Test ist dann einfach kaputt.
Aha, deswegen. Wegen der Säure. Wegen der Säure ist dann der Test kaputt und durch das tut dann das Strichli, wo positiv anzeigt, ein bisschen aufleuchtet. Das habe ich die ganze Zeit gedacht. Also erstmal, wenn ich es gehört habe, ich dachte, irgendetwas hat es damit zu tun. Weil es der Politiker auch noch falsch anwendet. Also weißt du, hast du irgendwie gross am Erzählen und danach nimmt es das Cola. Habe ich gesehen, das Video, dann ich denke so. Aber es fehlt der Zwischenschritt, nämlich, dass du zuerst irgendwie noch in ein anderes Gläschen reintust. Ja. Also okay. Sehr gutes Video von Büsi, wirklich. Okay, ja, das muss ich schauen. Das erklärt alles. Ja, das so. Muss ich schauen. Und zwar, wenn der Test nicht kaputt ist, den zeigst du nochmal. Dann macht er noch den Test mit dem Cola und dem Zwischenschritt, den du musst machen musst. Ja. Und dann zeigt es nicht positiv an, weil Cola hat kein Corona. Genau. Nein, ich habe mir noch überlegt, sie müsste es dann irgendwie so. Corona-Cola müsste es nennen. Cola-Corona. Ja, Coca-Corona. Coca-Corona. Corona. Nein, ich habe mir, wenn ich schon gesehen habe, habe ich mir schon gesagt, es muss irgendetwas wegen der Säure, es muss irgendetwas in Cola drin sein. Wo das, ja, du könntest so mit allem, was Säure hat. Säure, eben, ja, genau. Ja. Wahrscheinlich, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich geht der Schnelltest sogar kaputt, wenn du eben den Zwischenschritt nicht machst. Ja. Und irgendwie. Ah, und einen normalen Covid-Test. Keine Ahnung, schon irgendwie die Speichel irgendwie ein bisschen zu viel Säure hat, könnte der schon kaputt gehen. Ja. Also. Mm. Und du siehst, Huren viral gegangen. Jo. Die Covid-Gegner haben das gerade genommen. Ja, ihr werdet alle umgebracht! Die Impfungen werden alle zu Zombies. Du meine Mom hat bist du offiziell Risikogruppe? Wegen Asthma? Ja, aber... Das heisst, du könntest recht bald eine Impfung machen? Ich könnte eigentlich bald eine Impfung machen, eigentlich schon, ja. Aber bei mir ist ich bin beim Arzt und die haben gemeint, wenn du genug Vitamin D hast, und sonstige Vitamine, Zink, Vitamin B, es hat Tests gezeigt, dass Leute, die mehr Vitamin D haben, dass Corona schwieriger hat, die Person den anzugreifen. Weil ich bin recht erstaunt, wie viel Mal ich Glück gehabt habe, wo ich nicht an eine Sitzung hergegangen bin und dann einen Tag später höre ich, hey, wir müssen alle Covid-Tests machen. Yeah. Oder Leute, die ich kenne, wo einen Test haben müssen machen, denken, oh shit, ja vor, kann mit dem Mann abzumachen. Ich habe ein paar Mal Glück gehabt. Yeah. Und dann habe ich mir gesagt, hey, es ist fast wie eine Frage von der Zeit, wenn so viele Leute krank werden, dass du dich fragst, so, wann trifft es mich mal, aber wenn der Test dann, wenn ich die Impfung kann machen, würde ich sofort machen. Yeah. Ja. Aber natürlich, eben, ich bin ein bisschen vorsichtig, wie alle anderen. Normalerweise braucht ja eine Impfung ein paar Jahre. Das ist jetzt mega schnell gegangen. Und wir haben jetzt genug Anlaufzeit gehabt, um zu sehen, was passiert, wenn Leute das nehmen. Mm-hmm. Vor allem in England haben sie gesagt, Leute, die schwere Allergien haben, müssen sich das überlegen, wo ich übrigens habe. Ich kann Heuschnuppen, wie schwer das zählt. Nein, nur wenn du hast müssen ins Spital gehen. Aha, ja. Wegen dem. Und ich bin schon 2-3 Mal müssen wegen Allergie. Wegen der Covid oder was? Ja, wo mir meine Mom gegeben hat. Ja. Nein, Krevetten, Hausmilben, Blütenstaub und Eichenallergie. Hm, okay. Und Katzen, obwohl ich nie gemerkt habe. Der Arzt hat einfach gemeint, du kannst einen schlechten Atem. Ich habe es nie gemerkt. Mm. Nie. Ich habe schon zweimal. Aber ich war hauptsächlich im Spital wegen Medis. Ihr Fan 600. Alter! Das war so ein schlimmes Erlebnis. Was? Da war es mega geschwollen nach dem Training. Also, weißt du, so geschwollen, dass ich den Arm nicht mehr runtergebracht habe. Ich hatte richtig das V gehabt. Ich bin so in die Schule gegangen. Warte. Da. Training. Ja, da unten. Da, der Muskel da. Die Flügel. Die Flügel da. Was Flügel? Also ich quasi. Einfach der. Wie nennt man das? Ich weiß aber nicht. Wie nennt man den Teil vom Körper? Ich weiß es nicht. Wie nennt man den Teil? Also, es ist quasi unter der Achsel. Unter der Achsel Richtung Rücken. So. Ja, ja, genau, ja. Und was hast du trainiert? Lichtathletik? Ja, Speerwerfen gehabt. Ja, und dann Kugelstoßen, dann bin ich in neues Fitness gegangen, habe irgendetwas gemacht, ich weiß nicht mehr was. Teenager sind so dumm, Mann. Ich war fit, weißt du? Nein, auf jeden Fall, gang schlafen, gang in die Schule, du hast mega geschwollen, ich gang zum Arzt und der Arzt gibt mir dann ihr Fan 600. Ja. Alter, ich gang ins Training. Und dann fange ich an zu schwitzen und ich merke, dort wo der Schweiß abgetropft ist, brennt es. Wirklich? Ich habe wirklich mein T-Shirt so aufgemacht, mein Haut rot. Wirklich, du kannst nicht zuschauen, wie es anschwellt. What the fuck?
in dieser Zeit, wo ich mein Tuch gerollt habe, rennen. Die Rezeption war mein Auge schon zu. Ich war so. Alter, geschwollen, so. Heute meine Lippen sind so groß. Helft mir! Und sie so, geh gut in die Dusche. So, was? Ich kann doch die Scheiße. Richtig schlimm. Gell? Ich gehe unter die Dusche und die Schwellung hört dann auf. Anscheinend, sobald du kaltes Wasser hast, hört die Schwellung auf, aber du brauchst sofort eine Anti-Allergie-Spritze. Yeah. Und dann sagt sie, hey, fahr heim. Ja, Penicillin. Oder Antihistamin. Ja, genau. Yeah. Und ich steige aufs Velo, fahre heim. In dieser Zeit, wo ich stresse, fange ich wieder an zu schwitzen. Alter, da. Ich habe gemeint, meine Eier sind so Cojones. Ich habe gefahren so. Oh, Alter, und auch ich gehe nicht ins Detail. Die Leute haben gedacht, du fährst richtig gerne Velo. dem gefällt das hat. Ich will nicht von den anderen Orten schwätzen. Ich habe das Gefühl, nein, ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, mein Arschloch schwert zu. Ich stelle das nicht so weit an. Ich komme heim und so wie jeder Mal, richtig blöd, ich gehe rein und sage das meiner Mom. Sie so, geh in die Dusche. Und mein erster Gedanke ist mein Dicker gross geworden? So. Und ich gehe nochmal unter die Dusche. Und es ist dann alles gut. Ich gehe dann raus, will essen, hocke ab und dann ist es richtig schlimm geworden. Ich habe mein Körper ist dann fast wie in einen Schockzustand gehabt. Ich habe nur noch so zittert. Bis irgendwann hast du gemerkt, ich habe Nasenblüten. Dann hat es meine Mama auch nicht mehr lustig gefunden. Dann hat mir Taxi angerufen und mein Gesicht war so geschwollen. Gewesen. Sie hat ein Tuch genommen und mich gewundert, dass du nur noch das gesehen hast. Ich war dort in der Praxis. Ich war in der Praxis gewesen. Und der Typ hat mir dann die Spritze gegeben. Und ich hatte das Gefühl, ich will schlafen. Yeah. Ich bin nur noch. Ich wollte schlafen, aber konnte nicht. Ich war nur noch so. Gewesen. Aber für die nächsten 3 Tage einfach so. Nein, nie mehr Super ihr Fan. Chill. Nein, nie mehr ihr Fan. Wirklich nie mehr ihr Fan. Seither habe ich nicht mal. Also, du bist ja auf Ibuprofen, oder? Ja. Ja. Du bist allergisch auf Ibuprofen? Es gibt eine komische Mischung, wenn du das in ihr Fan rein tust. Ja. Yeah. Irgendetwas noch zusätzlich dort innen gibt es eine chemische Reaktion und mein Körper findet Hell to the No. Weißt du, was es gibt? Es gibt solche mit irgendeinem. Das haben wir in Deutschland mal jemand erklärt, in der Apotheke. Es gibt noch solche mit so einem Spezialstoff. Wo magenschonender sind, anscheinend, ja. Und okay. Vielleicht ist das, weil ich habe zum Beispiel mal wegen so einem Magenblocker habe ich eine allergische Reaktion. Bro, nicht geil. Aber nein. Schlimm? Ja, nicht so schlimm, wie was du jetzt erzählt hast. Ja, gut, ja. Aber ich bin so mit meinem damaligen Chef, dort habe ich noch einen richtigen Job gehabt. So, aha, gell? Ja. Bin ich gerade zu Mittag gegessen. Ja. In irgendeinem Coop-Restaurant mit halt einfach so Tabla, weißt du, so klassisch so. Klassisch, ja. Zum Mittag. Ja, mit dem Chef. Ja, wo man noch ein bisschen etwas muss besprechen muss und so. Schnippel. Oder? Ja, wirklich irgendwie sowas. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendein Gulasch oder irgend so. Ja? Und ich habe nicht mehr überlegt, dass ich am Morgen so einen Magenblocker genommen habe. Und ich hätte mehr ans Essen gedacht, weil ich bin sonst nie in der Kantine gesehen und habe sonst immer irgendwie Sachen gegessen, die ich so wie gecheckt habe. Und dann sind wir so am Essen und ich weiß nicht, vielleicht in Kombination mit irgendetwas anderes, vom Essen, mit dem Magenblock oder was weiß ich. Schwätzt er so und irgendwie, ich weiß doch auch nicht, was er gesagt hat. Und er sagt, ja, und beim nächsten Quartal müssen wir dann... Hä? Wenn meine Ohren so angeschwollen sind. Was? Du hast nichts mehr gehört? Nein. What the fuck? So vor allem, was ich so ein bisschen so. Weißt du, so du. Wirklich, meine Ohren, es ist so ein bisschen wie zugegangen. Weißt du, während er schwätzt, ich so, das ist jetzt noch komisch. Das ich, ja, nein. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Und dann natürlich immer noch am Tisch so. Ja, ja. Und nein, vor allem, es ist so absurd gewesen. Dann, ich glaube, was ist noch gesehen? Weißt du, Hals und so nicht, aber ich glaube, die Augen, weißt du, habe ich auf einmal so das Gefühl gehabt, eben im Frühling, wenn ich Heuschnuppen habe, habe ich auf einmal gemerkt, was die Augen so genau, ein bisschen so, es brennt, ja. Komisch. Und dann habe ich, weiß nicht mehr, ob ich irgendetwas gesagt habe, haben sie gesagt, irgendwie komisch, ich habe so das Gefühl, wie, eben, wie, also war Frühling und irgendwie Pollen oder so. Ja. Du bist irgendwie Herbst gesehen. Ja. Und also,
ah, ja, dein Gesicht ist vielleicht ein bisschen gerötet. Oder irgendwie so etwas hat er gesagt. Oh, shit, ja, ein bisschen rotes Gesicht. Ja. Easy. Und ich denke, es wird immer härter mit den Ohren und so. Und dann denke ich, wirklich, nachher habe ich so gedacht, Alter, was habe ich für einen Chef? Weil er sagt, ein bisschen röter. Dann gehe ich auf die Toilette und ohne Scheiß, ich bin dunkelrot gesehen. Und meine Augen, die sind noch nie so blau gewesen wie dort. Die haben so wie geleuchtet. Das ist wirklich so wie der Hintergrund. Oh, weißt du, so richtig, crazy. So richtig prall am Leuchten. Und das ist wirklich so rot-blau. Das klingt aber richtig heftig. Eben, und da bin ich verdammt verschrocken und sage so, sorry schnell, ich glaub, aber ich glaube, ich gehe schnell in die Apotheke, weil irgendwie ist das nicht normal. So, oder? Steig aufs Velo, fahr zur nächsten Apotheke. Die ist am Bahnhof gesehen. Und ich laufe da rein und wirklich der eine Apotheker, sofort in Notfall! Und ich sage, nicht mal bedient. Nein, kein Thema. I'm not fucking with that. So. Da bin ich also Notfall zum Medics, wo auch gerade am Bahnhof ist, oder? Und dann fangst du an, die schaut mich so an mit so riesen Augen. Und ich sage, ich glaube, ich habe eine allergische Reaktion auf irgendetwas. Und sie so, ja, man sieht. Und dann haben sie mir Penicillin gegeben. Ach, du schlafst gerade auf dem Zeug? Ja, und es ist krass, weil du merkst dann, wie auf einmal sich alles wieder löst. So, ja, genau, ja. Eben, ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich es gehört habe, bin ich so. Und noch ein Antihistamin zur Sicherheit. So. Okay. Antiallergikum. Und dann war es gut gewesen. Und so geil, weißt du, die Ärztin dort hat mir eine Liste gegeben, mit was es alles könnte sein. Weißt du, Allergie. Ja. Also, weil es ist, eben, ich habe nicht mehr an den Magenblock gedacht in dem Moment. Also, haben sie etwas Komisches gegessen heute? Ich so, jo, ich habe Gulasch und Reis. Und, ja, eben, weißt du, es ist noch Kantine-Food. Nee, dann denkst du, hat es noch irgendeinen, frag mich nicht, das Gewürz, wo. Ja, ja. Irgendeinen Emulgator, was weiß ich. Aber dann hätten es ja so. Mehrere Leute ja gehabt. Ja, wenn du nicht allergisch bist, ja, drauf, dann hast du es ja nicht. Ich kann Krevetten essen, du nicht. Nein, stimmt auch wieder. Ja, du machst es einfach. weil du nicht fragst, was drinnen ist. Sondern du isst es. Er hat es mir nicht gesagt. Du hast ihn ja nicht gefragt. Wie soll ich ihn fragen, Alter? Dran vor da irgendwelche Currys essen von verschiedenen Leuten. wir haben mal bestellt. Also, oh, das ist ja geil. Oh, und dann irgendwann macht er so. Ich muss die Geschichte noch erzählen. Ist da Krevette drin? Und dann so, ja danke, ist ja fucking Krevette Curry. Und dann so, ich bin aber allergisch. Wie war es, wenn du zuerst fragst? Ja, wir haben alles gegessen. Während dem Bestellen, weiss ich noch, habe ich gerade kurz erwähnt, ich habe keine Krevette essen. Und ich weiss nur noch, oh, das ist ein Problem. Das ist geil. Und dann sagt er so, ja, wisst ihr bist? Ich so, ja, eh. 5 Minuten später so, er hatte eine Panik. Hey, should we go to the hospital? No, chill, bro. die Zeit. Das müssen wir echt nochmal machen, aber können wir jetzt nicht. Nein, jetzt können wir nicht. Wir müssen ein neues Land finden, wo wir gerne gehen. Südafrika wäre cool. Das haben wir ja eigentlich dieses Jahr wollen machen. Ja. Das Jahr war ja mal der Plan, auf Südafrika zu gehen. Mit dem Johnny Fischer. Ja, oder zu ihm, ja. Davon dürfen wir deine Wohnung haben. Wir geben es genau gleich zurück. Aber es war spannend, so in ein, zwei Jahren wieder in die USA zu gehen. Weil wir sind im Sommer 2017 sind wir zusammengegangen. Ja. Wo Trump irgendwie ein halbes Jahr Präsident war. Ja, genau. Und es ist natürlich mega anders jetzt, habe ich spürbar gesehen. Ja. Und wenn du jetzt in ein, zwei Jahren gehst, merkst du wieder. Wahrscheinlich wieder auf die andere Seite. So. Oder Civil War. Auf eine Art, ich will nicht sagen, ich bin schadenfroh, aber auf eine Art habe ich schon ein bisschen mehr Drama erwartet. Inwiefern? Ja, so explodieren die Autos. Ich habe einfach mehr so wie die Rednecks vorgestellt, die einfach so auf den Berg hochgehen und sagen, this is our mountain, we're not coming down. Und ja, so Biden also steps down. Ist ja gut, ist nicht mehr passiert. Nein, ist nicht, aber irgendwie. Und vor allem ist die Hoffnung, dass nicht noch zu irgendetwas aufgerufen wird, irgendwann. So. Nein, das wird, glaube ich. Ja, nein, weißt du, wenn dann wirklich Inauguration ist und all das Zeugs. Okay, ja. Aber wir müssen ja gar nicht groß drüber reden. Ja, genau. Sonst wäre es für dich, ich sage, es wäre mehr spannend zu sehen,
wie die USA dann... Wie wir auch, wir nehmen es mega wunder. ...wirken, so. Ja. Weil ich meine, mit mir, das ist ja eigentlich spannend gewesen, dann gehst du im Sommer 17, gehst für ein paar Wochen und weil die Leute wissen, du wohnst nicht da, sind sie ja ehrlicher mit dir. Genau. Weil es hat ja nie irgendjemand gedacht, dass in L.A. super liberal, was weiß ich, Trump-Anhänger gibt. Ja, weißt du noch die Frau? Eben, Ober. Ja, genau, ich ja. Beim Coiffeur erzähle ich von dieser Frau und die so, was? Ich habe noch nie jemanden kennengelernt und uns würde sie das auch nie sagen und ja, so. Klar, ja. Und wir hocken irgendwie für 2 Minuten in dem Auto, irgendwie Uber-Fahrerin. Don't judge me. Ja, schwarz it's und Frau. I voted for Trump. Genau, so don't judge me, but... Ja, fand schon gut an. Und, ja, stimmt. Und wir sind mit ihr geschwätzt, aber eben, du bist doch eine Frau und hast doch so eine Sexist. Was hat sie wieder gesagt? Und sie, warum und sie, sie das ist ihr alles wurscht gesehen. Und sie, aber du bist ja schwarz und hast Rassist. Was hat sie gesagt? He's going to bring jobs oder genau. Irgend so etwas. Ist ihr alles wurscht gesehen? Ist ihr wurscht gesehen, was er sagt und macht, sondern er ist trotzdem die Rettung. Weil halt, also das war ja wirklich das Hauptproblem, gewesen, weil halt auf mit Hillary gegenüber ja. gestanden ist. Aber ich glaube... Und das Gefühl, das war ja, ja aber ich more glaube, of the ja. same. Aber ich glaube jetzt, nach 4 Jahren, viele Leute, die ihn gewählt haben, schauen zurück und denken, maybe I should have... Ja, aber weißt wenn du, das sehen wir jetzt auch mit dem ganzen Covid-Zeugs, wenn du eine Welt kreierst und du wiederholst es genug oft, dann glauben es die Leute auch. Okay, ja. Ich habe in der Schweiz schon Diskussionen gehabt mit Menschen, die sagen, ja, aber er hat schon viel mehr Jobs wieder besorgt. No. Nein, hat er nicht. Er sagt es. Er sagt es einfach, ja, hat er nicht. Wenn du es genug oft sagst. Fake it till you make it. Genau. Yeah. Oder don't make it. Fake it till others impeachment. Ja, und ja. Das ist das Faszinierende. Ja. Stimmt, aber darum auch... bin ich ja auch wirklich der allerbeste Stand-Upper, der jemals auf dieser Erde existiert hat. Ich bin der allerbeste Stand-Upper, der jemals... Ich bin besser als der Chappelle, besser als der Burr, besser als Carlin Pryor, Eddie Murphy. Das sagst du lang genug. Aber ich glaube, du also als Künstler, wenn du so etwas lang genug sagst, und die Leute wirklich glauben, ja, also wenn er sagt... Muss schon stimmen. Irgendwie. Ich habe ja. mega Angst vor. Jetzt stell dir vor, du würdest wirklich so eine große Fresse haben. Alter. Die erste Show, wo du nur so halb gut bist, weißt du, die größte Blamage ever. Ja, das stimmt. Außer du kriegst wirklich an, ne, dass die Leute komplett ausrasten ja. von Anfang an. Das heißt, du musst gar nicht gut sein. Shit. Ja. So du musst nur so rauslaufen und alle so. So wie. Dave Chappelle, I'm so good, I don't write jokes no more. I just write the punchline. Yeah. Alter. Das ist ein grossartiges Bild. Ja, das wird ein grossartiges Bild, Mann. Ja. Aber, ich bin trotzdem besser als der Dave Chappelle. Also, ja, nein, finde ich ja. Nein, du killst es halt. Du bist fucking, du bist der Dave Joel Chappelle. Du bist der Mutz... Dave Chappelle. Chappelle. So schlecht. Findest du, dass die Massnahmen genug sind, zu spät kommen, zu früh? Was? Die jetzt hoch sind? Also die Hirni. Manchmal bin ich fasziniert ab dem Hirni. Nein, ich habe jetzt nur gerade... Wie bist du jetzt auf das wieder gekommen? Stand-up. Weißt du, irgendwie Stand-up habe ich dir gesagt. Ich habe einfach gedacht, die Massnahmen... Über spezifische Massnahmen diskutieren bringt es so nicht, weil irgendwie dann kommt der Podcast raus und dann hat los mit der 2 Wochen später. Man weiß schon nicht mehr, welche Massnahmen jetzt überhaupt genannt worden sind und welche es betrifft. Die lässt er über ein halbes Jahr und sagt, ah, warte, jetzt, wann sind sie dort? Was, ist das jetzt Dezember oder November? Glück, es ist simpel, wir spielen momentan nicht. Irgendwann werden wir wieder spielen. Ja, Mann. Ich freue mich auf den Tag. Ich lasse mich sicher impfen. Da kann ich Leute umarmen. Hey! Ja, riesige Diskussion mit meiner Mutter. Wegen? Meine Mama hängt, glaube ich, zu lange auf Facebook. Nein, oh Mann. Diese Diskussionen kamen. Sie fliegt und dann ist sie voll nicht paranoid. Sagt sie so, ja, Leute sind dumm wegen dieser Impfung. Sie so, ja, Mann, klar, es ist halt ihre Meinung, aber ich finde, du hast schon mal ein Flugzeug nachher und so. Ich glaube, wenn etwas jetzt ernst nimmt, dann du. So. Aber ja, es ist wie es ist. Ja. Aber zurück zu Trump, nein, oder USA, müssen wir sicher mal... Ja, ich komme von Thema zu Thema. Wir müssen sicher mal wieder mal gehen. Oder uns einfach ein neues Land suchen. Definitiv. South Africa ist mein Wahl.
Ja, ich meine, weißt du, ich bin noch nie. Warte, jetzt muss ich überlegen. Ich bin, glaube ich, noch nie auf dem afrikanischen Kontinent gesehen. Was? Nein. Es ist nicht mal zwischengelandet von irgendwo. Wo landest du zwischen zum. Australien, sollst du. Nein, stimmt nicht. Nein. Australien landest in Dubai. Glaube ich. Ja, nein, tust nicht. Nein, tust wirklich nicht zwischenlanden. Kommt von wo du herfliegst. Eben. Madagaskar. Bin Mauritius. Bin ich nie gesehen. Ah, Mauritius. Bist du schon mal gesehen? Ja. Zwischengelandet irgendwo? Das weiß ich nicht. Ah, okay, gut. Das weiß ich nicht. Da bist du jung gewesen, ja. Ja. Okay, gut. Mauritius. Nein, was bin ich gesehen? Es wär, 2001 ist es gesehen. Es wäre geil, könnte ich dir mein Hometown zeigen. Eben, weil, weißt du, du erzählst immer, ja. Ich bin noch nicht mal auf dem afrikanischen Kontinent gesehen. Nein, du musst mal sehen. Ja. Du bist. Bis wann bist du im Kongo gesehen? Bis du 4 gesehen bist? Oder 4, so? 4, 4, 4. Yeah. Ja. Und dann bist du auf Südafrika. Voll. Das heisst, die Haupterinnerung hast du schon an Südafrika? Ja, aber jetzt habe ich mehr Zeit in der Schweiz verbracht, jetzt mittlerweile. Ja, schon klar, aber ja, Kongo ist wahrscheinlich so. Nein, ich habe schon noch ein paar Sachen drin, aber noch nicht. Also die Sprache verstehe ich noch. Yeah. Reden tue ich weniger, weil Kongolesen sind mega stolz, wenn du die Landessprache nicht kannst. Haben sie immer so ein Sprichwort, Bana Poto, heisst die Kinder von dort. Mhm. So. Und dann denkst du, ich habe nichts dafür, wenn ich irgendwo aufgewachsen bin. Und dann fühlst du dich nicht so wohl, deine eigene Sprache zu reden. Weil du immer das Gefühl hast, du wirst gerade verurteilt, dass du es nicht so gut kannst. Sehen sie es denn nicht als irgendwie, gibt sich mir? Das ist ja zum Beispiel. Nein, die gehen davon aus, du musst es einfach können. Ja, es ist ein ganz anderer Nationalstolz, den sie dann haben, wo ich auch verstehe. Wo ich auch wirklich verstehe, ich meine, nach all dem, was das Land durchgegangen ist. Sie wollen immer, dass wir das Land nicht vergisst, dass man die Kultur dann weiterträgt und die Leute gibt. Aber wir sind weit verbreitet. Also, weißt du, Kongolesen in Afrika, also in Frankreich, mit Regime, Gott weiß wer, Sexual Süd, all die. Das hat mich nicht gern. Sie sind nicht alle Kongolesen, aber viele von denen sind irgendwie in der Nähe, außer Ghana oder Senegal irgendwo dort. Aber Met Regime ist, finde ich, grandioser Künstler. Also was seit Regime? Ich weiß nicht, wie man es sagt. Met Regime? Nicht Gams. Gans. Nein. Gims. Gims? Met Gims. Ich sag Met Regime. Wirklich? Ja, ich sag Met Regime, ja. Christoph, kannst du das mal herausfinden? Ich will das einfach alle mal geklärt haben. Einfach alle mal geklärt haben. Maître Gims. Weil ich muss den ja zum Teil sogar am Radio abmoderieren. Weißt du, ich mach den immer so. Maître Gims. Es gibt sicher in dem YouTube-Video korrekte Aussprache. Ja, also er ist absurd erfolgreich. Mega. Also nein, er ist zu einem Grad so erfolgreich, dass du denkst, nein, das ist absurd. Also, warte jetzt, da steht es noch nicht. So, wir müssen irgendwie die Aussprache herausfinden. Also, da wäre es phonetisch oder wäre da Phonetik da? Nein, das kann ich nicht. Halt. Doch, ja, aber Glück, Phonetik ist einfach G-I-M-S. Gims. Also, doch, Gims. Gims. Ich sag Gims, mit Regime. Ich habe noch nie Gims gehört von jemandem, der Französisch spricht. Such mal ein YouTube-Video, wo sie über ihn schwätzt oder wo er selber irgendwie sagt. Maître Gims. Salut, c'est moi. Maître Gims. C'est moi, Maître Gims. Gims. C'est pas vrai, Maître Gims. Yeah, anyway. Ja, jetzt kommt. Das winkt er. Mal ich muss ein Interview oder so, ja. Mal lernen, mal den Christoph ein bisschen suchen. Ja, voll. Nein, also, anyway. Ja. A ist? Kongolese. Ja. Absolut. Und du merkst es auch in der Musik. Und wenn du es nicht weißt, hörst du es nicht raus. Mhm. Er hat so wie mehr kongolesische Bewegung, unsere Schlagermusik, Landesmusik, ist das Erfolgreichste. Ja, yeah, ja. Yeah. Es ist nicht irgendwie aber Hip-Hop oder so. Und das nimmt er dann in seine Hip-Hop-Lieder rein. Und er redet amix Lingala. Und du hörst es auch wirklich. Yeah. Ich höre es immer, wenn er Lingala hat. Und andere Leute haben keine Ahnung. Nein, sie haben das Gefühl, es ist ein spezieller Teil Französisch. Ici, dans le Sud, en Provence, on peut le dire. Radio Star n'aura jamais été aussi bien porté son nom en recevant aujourd'hui l'une des personnalités préférées des Français, puisque tout ce qu'il fait se transforme en succès. Ce refrain et ces refrains nous accompagnent du matin au soir. À chaque fois que je mets ma ceinture noire que j'ai aujourd'hui, je pense forcément à lui et à son album qui est un succès total. Bientôt, ce sera la sortie de son nouveau disque, fin avril, Transcendance, qui est en fait la réédition de l'album Ceinture noire. Il est en tournée dans toute la France. Seitennamen, spécialement pour vous,
Les Provençaux, on peut l'applaudir. Mais qui se cache derrière ces célèbres lunettes noires? Je vais te dire, le maître incontesté de la musique actuelle. Je vais faire une rime. Sublime, ça arrive avec Gims. On peut l'applaudir, Gims. Gims. Was? Er ist noch nie gehört. Bienvenue en cette journée printanière. Comment ça? Machen es klar. Hättest du es richtig gesagt? Das ist korrekt. Okay. Das ist Paradebeispiel von einem französischen Interview. Wenn ich französisches Fernsehen schaue, ja. Wie lange brauchst du? Zum der Aussage. Ich fange an zu sagen, qui est l'homme derrière cette figure noire? Dann haben sie irgendwelche Superstars in irgendeinem Studio und wirklich, dann siehst du so close zwei Minuten, bis sie einfach zuhören. Bis irgendwann mal. Comment allez-vous? Weißt du, aber zuerst zwei Minuten gelabert. Und ich vorstelle, ja, hallo, der Künstler, der jetzt da finde ich, und der kommt von Basel. Der hat zuerst mal neben einem Gefängnis gewohnt und ist umgezogen. Er hat mittlerweile 3 Stand-up-Shows. Dann zählt er alle Programme auf. 5. Kollege, 5. Ja, 5. Ah, stimmt. Mittlerweile 5. Ich bin ja der beste Stand-up. Ja, genau. Besser. Wir auf der Welt. Ja. Aber ganz ehrlich, wir haben ein paar so Moderatoren in der Schweiz. Und ich bin zum Teil auch schon in die Richtung gegangen, bei Comedy-Shows, dass man sich dann ganz ein bisschen wie verlabert. Retouchara! Nein, aber ich meine mehr, weißt, bei einer Ansage, bei einer Comedy-Show. Wo lang so. Geht? Ah ja, ich merke, der Reto macht so lange. Nein, der Reto macht nicht so lange. Oder doch? Nein, der Reto macht viel Energie. Ja, wer zum Beispiel? Ich weiß nicht wer. Ich sage jetzt lieber nicht wer. Das heißt so, aber okay, es gibt so epische Anmoderationen natürlich. Ja, epische. Ich sage. Wo auf so mega, mega, mega lang gehen. Ja, aber Gims! Okay, ja, immer Jim, Maître Jim. Ja, also Maître Gims. Maître Gims, ja, es noch nie. Auch in seinen Liedern höre ich nicht Maître Gims, ich höre Maître Ja, Jim. Aber er ist ja nicht einer von denen, der selber seinen Namen die ganze Zeit singt. Ja, er sagt Maître Jim, comment tu peux? Er ist ja nicht der Jason Derulo. Jason Derulo! In jedem Lied. Derulo! Dude, we know who the fuck you are. Jason Derulo! Es ist wie wenn du schon wirklich so. Ja, hallo? Joel von Mutzenbecher? Dann erzählst du den Witz, dann ist der Witz fertig. Ja. Yeah. Joel von Mutzenbecher? Einfach zu Witz. Jason the Ruler! Ja, du kannst auf so nach so richtig, richtig knaller Punchlines. Du einfach. Charles Aguera! Charles Aguera! Ich rede von mir in dritte Person. Yeah. Also, ab und zu auf die selber zeigen. Charles Aguera! Fast noch nicht weißt. Also, und er singt ab und zu, also die Leute haben dann das Gefühl, es ist so französisch, aber er singt eigentlich so ein bisschen Lingala dazwischen. Ja, und viele Leute haben dann das Gefühl, es ist wirklich so, es kommt aus Frankreich, ist ein neuer Stil. Yeah. Er hat es nur adaptiert. Die deutschen Rappers machen das, wie ist es? Ja, Afro-Trap ist jetzt mega beliebt. Raf Camora, perfektes Beispiel. Yeah. Er ist so, ich habe ihn gehört vorher und wenn er das einfach macht, habe ich richtig in den Verlust denken, oh shit. Und er sagt es auch in den Liedern selber. Sagt er, wenn ich so und so Grab bin, haben sie schon gehört, aber schon mehrere Rappers, die mich dann fertig gemacht haben, gesagt, du brauchst das Wort Dance und so rein. Yeah. Ah, jetzt finde ich das geil. Und es ist wirklich gut. Ich finde es cool. Und es beeinflusst sehr viel von Musik, die Leute nicht wissen, zum Teil, woher es kommt. Ja, und du hast ja, so, wenn du in Europa so Musik anschaust und was so Trend ist, behaupte ich, hast du so alle 5 bis 10 Jahre hast wieder einen Trend von irgendetwas, das aus dem afrikanischen Raum kommt. Ja, voll. Weil, das merkst du immer. Wie heisst der Überhit, den es mal gegeben hat? Von wem denn? Ah, Welches Jahr? Ja, so 90er, wo dann wirklich, das ist einer der grössten Hits aller Zeiten, das ist ein afrikanisches Lied gesehen. Und der, das ist ein Superstar gesehen, aber ich weiß nicht, wie er heisst. Ich denke immer wieder, wenn man über das sagt, denke ich mir, das ist ein Coca-Cola-Lied vom letzten FIFA. Aber der ist nicht Afrikaner, oder? Was? So, oh. Ja, wie hat der geheißen? Ist es mit Shakira gewesen? Nein, schon Shakira gewesen.
Waving Flag hat das Waving geheißen. Flag. Waving Flag. Ist ein Afrikaner, das nimmt mich Wunder. Wie das Lied ist mir jetzt geblieben. Ist ja gerade so ein Überhit Jerusalem. Ah, warte, sag mir etwas, warte. Sag mir etwas, warte. Ich glaube, ich kann nicht allzu lang. Ich finde es so geil, ich habe nämlich mal das Album gelost. Es fängt jeden Song fängt genau gleich an. Nein, immer... du darfst es aber nicht zu viel hören, sonst finde ich es nachher nicht mehr so cool. jeder Beat ist genau gleich. Achtung, ich tue dir mal schnell. Jerusalem. Das ist ja der Überhit. Master KJ. KG, so sorry. KG. Master KG. Ich mach ganz kurz, du weißt welches. Achtung. Ah, ja! Was? So, und jetzt Achtung. Ich hab gefunden, ich gebe mir mal das Album. Jetzt müsstest du es reinziehen. Achtung. Ja, verstehst jetzt, was du sagst. Ich zeig dir jetzt mal, wie jedes Lied anfängt. Bist du bereit? Achtung. Okay. Sofort, Jerusalem haben wir schon gelost. Also jetzt sofort das zweite nach. So, sofort das nächste nach. Nächste. Schon mal ein neues Lied. Ich höre den Unterschied. Nein, das ist jetzt doch. Wie geht es tiefer? Okay, das ist gleich nochmal gesehen. aber wirklich, es ist so geil. Von wo kommt der? Master KG? Sag zuerst, von wo der Waving Flag... Nein, der ist nicht mal! Der Waving Flag typisch. Waving Flag, Moment. Waving Flag? Ja, Waving Flag. Wie heißt der Typ? Somali-Canadian. Ah, Kanan. Kanan. Ja, und von wo ist der? Was originally written for Somalia? Ja. Aber druck mal auf Kanan. Zeig mal, von wo der ist. Somalia, oder? Es ist so klar, ich sehe nichts. Der Name ist arabisch. Nein, unter rechts ist alles. Somali-Canadian, oder ohne, ja. Ah, Somali-Canadian, okay. Ja, genau. Und Master... Also, geboren in Mogadischu. Origin Toronto, Ontario. Von Mogadischu, Black Hawk Down. Und Master KG, von wo ist der? Das ist jetzt einer der größten weltweiten Hits. Ich glaube, der hat einfach so ein Lied genommen. Und der hat aber ganz viele Gastsinger immer. Ey, aber Cover-Ups sind allgemein jetzt mega in. Dings ist jetzt mega in, das von, nicht Whitney Houston, Tina Turner. Ja, der Kygo macht ja jetzt oft alle Disco. What's love? Alle Disco-Leute. Got to do it. So, da ist vor. Kalei Limpopo, südafrikanischer Sänger, ja. Mhm. Was? Südafrikanischer Sänger. Ja. Mhm. Genau. From South Africa, yeah, man. Mhm. Du hörst ein bisschen. In a Salim. Es ist kein Barfuß auf der Straße. Ah, das vermisse ich, meine Schwester. Also, das ist der Kongo-Einfluss. Aber eben, dann bist du auf Südafrika. Ja, genau, ja. Aber in Südafrika hast du dich trotzdem nie wirklich daheim gefühlt? Ja, geht, weil eben die schwarzen Südafrikaner, die damals, gerade nachdem die Mandela-Grenze aufgemacht hat, so wie da, weißt, haben Leute plötzlich gegen den EU-Grenzgänger etwas dagegen gehabt. Mhm. Allgemein den Ausländern haben es mehr Ausländer gehabt, die eigentlich zu der Wirtschaft beitragen hat. Ich meine, wirtschaftlich ist Südafrika immer besser gegangen. Ja. Aber trotzdem, die weiße sowie schwarze Südafrika, ich meine, ein wunderschönes Land, die Leute sind mega cool. Aber trotzdem, so wie in jedem Land, hast du halt die. Wie kann ich das nicht ausdrücken? Die anstrengenden, sagen wir so. Und die halt, hast du halt ein bisschen mehr zu spüren bekommen. Amix dann. Und dann hast du nie gross... Du hast schon dort gerne gelebt, du hast schon einen Teil von der Gesellschaft gesehen. Yeah. Aber gewisse schlechte Eigenschaften hast du dann einfach merken, so, nein, ich bin nicht... Yeah. Bin nicht die. Also, weißt, für jemanden, der irgendwo nicht geboren ist, der immer irgendwo aufgewachsen ist, du wirst immer dich ein bisschen fremd fühlen. Egal, wo du bist. Schon klar. Aber das ist das Schöne daran, auf eine Art, finde ich. Mit dem siehst du die Welt ganz anders. Aber du hast mir mal gesagt, wo du mal zurückgegangen bist,
die Leute merken auch sofort, dass du nicht von dort bist. Sofort. Sofort. Wie bei uns, wenn irgendwie. Irgendwie fragt mich nicht, ein Schwede und eine Italienerin zusammenschwätzen, dann sehen wir auch Unterschiede und andere sagen, es sind oft Europäer. Weißt du? Genau. Genau so ist es. Nein, ich bin das letzte Mal, wo ich zurückgegangen bin, du hast schon gemerkt, ich weiß nicht, ob es mein Gang oder die Kleider, du hast gemerkt, sie merken, ich bin nicht mehr von dort. Also, auch wenn ich Englisch geredet habe, haben sie mir gesagt, dein Akzent ist nicht südafrikanisch. Yeah. Und lustigerweise, andere Leute hier, Englisch sprechen, die, wenn ich irgendwie in einem englischen Pub dann, bin, haben mir immer gesagt, du tönst wie ein Australier oder wie ein Südafrikaner. Und ich denke, hä? In Südafrika sagt mir das kein Mensch. Yeah, yeah. Keiner sagt mich tönen wie ein Südafrikaner in Südafrika, aber lustig. Ist weird. Wenn du Trevor Noah Stand-up schaust, von früher, wo er noch in Südafrika gemacht hat. Ja, du hörst es. Ist extrem, wie stärker der Akzent ist, so wie er jetzt schwätzt. Die Leute aber immer noch das Gefühl haben, ich höre einen südafrikanischen Akzent. Ja. Und natürlich hat es noch ein bisschen Einfluss, aber es ist fast amerikanisch mit so einzelnen anderen Betonungen. Ja. Und dann schaust du mal als Video von ihm und denkst, und dann merkst du, wow, Welt. Nein. Yeah. Weißt du, wo merke ich es richtig bei Trevor Noah, ist, wenn er so die afrikanische Stimme macht. Ja. Yeah. So, you must go out there and you must get to all of them, hä? Trevor! Dann höre ich es richtig, aber sonst, wenn er jetzt Englisch redet, Trevor Noah, höre ich ganz ehrlich, als Südafrikaner, ich höre das nicht. Yeah. Überhaupt nicht. Ich glaube, wenn er auch nach Südafrika wird gehen, würde ich dann alle anschauen, wo er bist. Ich nie im Leben denken, du bist von da, du tönst ganz anders. Weil, die Südafrikaner reden halt mega speziell. Es ist wie ein Brü. Das sagen zu viel, ey, you want a barbecue Brü. Das ist so wie unser Alter. Ja. Brü. Brudi. Brü. Wir sagen Brü. Brü? Ja, Brü. Finde ich lustig. Richtig, sagen Brü. Ey, Brü. Und das sage ich halt nicht mehr und das merke ich schon recht schnell. So, aber ja. Und gehst du denn nicht zurück? Du bist irgendwie zwei Tage dort, sagst du auf einmal, ey, Brü. Nein, ich bin nicht. Okay. Ich habe wirklich gemeint, doch, aber ich habe gemeint, wie. Nein, ich habe gemerkt, wie fremd mir plötzlich das geworden ist. Mhm. Weil, aber ich glaube, es ist ein normaler Instinkt als Mensch, wenn du zurückgehst an einen Ort, wo du warst und Sachen sehen anders aus und die Leute sind anders, dann du siehst es nicht. Du hast ein Bild in deinem Kopf, rein, wie es war als Kind. Ja. Und dann, wenn du ankommst und es ist nicht so, ist das Bild ganz anders. Ich habe mich wirklich das letzte Mal ganz anders benommen. Auch die Cops sind ganz anders als früher. Ich meine, ich bin fast verhaftet worden am dritten Tag. Was heisst, wie sind sie früher gesehen, wie sind sie jetzt? früher sind sie auch Motherfuckers gesehen, aber nein, jetzt sind sie einfach, sie sind anders irgendwie, sie schwätzen mehr mit einem. Aber die Art und Weise, wie sie mit dir schwätzen, ist nicht, früher hast du sofort gewusst, hat das Problem mit mir oder nicht. Und jetzt ist es so, ich kann dir erzählen, wie es war bei mir. Ich habe das vergessen, ich komme am Flughafen an, weil es automiert ist. Dann sagen sie mir, gell, du weißt, je nachdem, wenn du eine rote Ampel hast, in der Nacht ab der 12 Uhr musst du nicht mehr anhalten. Du kannst anhalten, schauen und gehen. Wirklich? Ja, weil viele Leute werden an die rote Ampel überfallen, je nachdem, wo du wohnst. So. Also eben, das ist nicht, also dann ist es nicht gesetzlich so. Nein, ich will wirklich sagen, es ist gesetzlich so, dass du darfst. Aber natürlich habe ich übertrieben. Du bist über alle Rotlichter blocken. Ja, genau. Du sollst eigentlich, so wie bei einem Stopp-Signal, anhalten, schauen, gehen. Ich natürlich auch da. Und in irgendeinem. Und das sind einfach die Unterschiede zwischen den Bullen von hier und dort. Er fährt hinten dran in der Nacht und macht mir Lichthupe. Yeah. Als würde ich wissen, wer hinter mir ist. Yeah. Und ich fahre ganz normal weiter. Also ganz normal. So, schnell weiter. Bist, ja. Bin einfach immer, die macht immer noch Lichthupe. Und ich denke, weißt du, was für ein Arschloch, Mann? Mach es so. Und ich mach. Und ich denke, fuck. Dann fahre ich rechts her und.
von der Vergangenheit habe ich gedacht, wenn ich mir jetzt meinen kongolesischen Pass zeige, könnte vielleicht dumm tun. Sag, du bist Ausländer, was machst du denn? Dann habe ich gedacht, shit, was mache ich? Ja, geh im Auto, mach so, mein Schweizer Führerausweis. Ich gebe ihm den. Und ich habe gewusst, er kann es nicht lesen. Ja. Er nimmt es und macht. Get out of the car. Ich so, oh shit. Dann steige ich aus. Ich hatte ja Panik gehabt. Ich denke, wenn ich jetzt eine Nacht in Südafrika, als jemand, der in der Schweiz aufgewachsen ist, muss verbringen. Und ich bin Futter da drin. Ah, und dann ich so. Ja, weil die sehen auch, dass du nicht von dort bist. Ja, ja genau. Und ich sage, das ist ein weicher Arsch. Und der kennt. Auf jeden Fall. Hockt er so aufs Auto? Erst als Huren respektlos. Wenn du mir sagst, es soll aussteigen, auch wenn es ein Rental-Call ist, don't sit on my car, dude, come on. Come on. Ah, hast du auf dein Auto gesessen? Ja, hast du auf mein Auto gesessen? Ich denke, yo. Und ich, was willst du denn sagen? So, yo, dude, get off my car. Und dann schaut er mich an so, und dann sagt er so, where is this from? Ich so, Switzerland. Also, okay. Schaut sein Kollege an, schaut mich wieder an, und dann wartet er mega lang, sagt er, komm hier. Hure Schiss, ah shit! Dann sagt er, hock ab, weißt du, nebenan. Und ich sitze aufs Auto und ich habe die ganze Zeit den hinter mir im Blick, weil ich einfach nicht so nicht getraut habe. Ich denke, es ist spät in der Nacht, er merkt, ich komme nicht von da, warum sollte ich einfach hocken? Normalerweise nimmst du mich auch mit. Yeah. Und dann sagt er mir so, I have a question. Ich so, okay, let it rip. Sagt so, how's life in Switzerland for black people? Ich so, oh shit. Ist so für Black People, nein, it's okay if you're Muslim. So, im Moment viele Leute haben so Islamophobie und all das Zeug, wo ich irgendwie nicht kann verstehen. Und so, es ist ja cool, so, ja, ich überlege mal, ob ich nach Deutschland gegangen mit meiner Familie. Ich so, okay, cool. Und dann haben wir geredet und ich dachte, geile Sieg. Und dann er lässt mich gehen und sagte, so, let's get down to business. Und ich like, so, fuck. Dann sagt er so, normally I have to take you down to the station with me. Yeah. Also ich muss dich eigentlich mitnehmen. Aber eben, du bist Tourist, nochmal zum Sagen, bei Rot musst du anhalten und dann fahren und nicht mit 70 km/h drüber bleiben. Das geht nicht. Aber wenn Straßen genug breit sind und du siehst links und rechts, ob jemand kommt, mach es einfach nicht mehr. Also, ich würde dich nicht mitnehmen, wenn du mir jetzt meinen Kaffee für den Mond zahlst. Und dort unter und kostet 50 Franken. dort ist Rand, ich meine, ein Stutz ist 10 dort, etwa umgekehrt. Und ich hatte 10 Schweizer Franken, wo für mich war das nichts. Ja, klar. Und ich so, hey, lass zu, ich zahle den Kaffee für die ganze Woche. Habe ich ihm das gegeben, alles gut gewesen. Immer wieder, wenn er mich dann gesehen hat, dort, wenn er ein paar Dritte hat. Ja. So, ja. Ja. So. Hat er seinen Kaffee gezeigt? Ich denke, in der Schweiz wäre ich im Gefängnis gewesen. Das finde ich sehr scheiße. Aber ich habe so richtig komische Begegnungen mit Bullen in der Ferien. Weißt du noch in L.A.? Der ist auch fast unwirklich. Dass ein Polizist mir das gesagt hat, finde ich crazy. Du bist nicht oben gewesen, das war der oben, wo ich allein Chateau Marmont gegangen bin und die Gruppe von Leuten kennengelernt habe. Aha, und dann, was hat der Bull dort gesagt? Ja, genau, und dann am Schluss haben sie mir gesagt, geh mir so in einen Club rein, fucking Stripclub war ich reingelaufen. Yeah. Oh, hell no! Du bist ins Ding, wie hat das geheißen? No Vacancy? Ja, No Vacancy, ja genau. In den Stripclub rein, lass rein und ich will flüchten. Das war mein erster Gedanke, aber du hast wirklich ohne Scheiß schwarze Männer gesehen, halbnackt mit Socken, Goldkette, so. Wie der Film, wo ich denke, Let it rain. Ja, und dann sagt mir so der eine, don't look anyone, like no lady in their eyes. Ich so, why should I look them in the, oh shit, that's why. Sie ist gerade abgestiegen, so, nein, sorry, ich muss gehen. Sorry, das ist nichts für mich. Lauf raus, links, und ein Polizist, das war dann, wo wir in Karma Luck waren, damals habe ich mir ja so eine Kette gekauft mit so Lavastein. Yeah. Und ich laufe dort vorbei und ich sehe zwei Polizisten so vom Töff und der eine sagt Stop. Und ich so, gerade sofort still. Und ich denke, oh, USA, I'm dead. Yeah. Meine Hände schon weit weg von der Tasche, schaue über und dann sagt er, where did you buy that? Und ich will noch meine Kette anlegen und ich mache, nein, nicht anlegen. Ich so, what, my necklace?
sagt, yeah, where did you buy that? So, Vegas? I said, yeah, lava stones, right? I said, yeah, cool. Und er so, yeah, do you like those stones? Ich so, ja, wenn ich mehr könnte kaufen, würde ich mehr kaufen. Er so, wait a second. Gott, so ein Töff, macht das auf, so ein schwarzes Ding, rollt es am Boden und sagt, ja, ich mache selber welche. Was, ah, kein Witz, die Geschichte habe ich dir nicht erzählt. Doch, also, du, ich bin auch heimgelaufen, ich hatte, glaube sogar eine Sprachnachricht gemacht. Dude, you never believe what just happened, bro. Ein Polizist hätte mir etwas andrehen. Nein, ja. Aber ja, South Africa, bad shit, crazy, man. Aber ich vermisse es trotzdem, das Land. Ja, das nehme ich mega auch. Schön, wo eben. Schade, haben wir den Zoom gehabt. Schade. Ja. Sehr, sehr schade. Was sind jetzt deine Programmpläne? Meinst du zum Reisen dorthin? Nein, also du hast welle in Südafrika eigentlich das Programm fertig geschrieben, oder? Ja, genau, habe ich welle, ja. Und das hat ja dann geklappt. Mhm. Und dann sind wir aber 2 Wochen in Seelisberg, in deinem schönen Haus. Das hat mega, mega geholfen dort, ja. Und haben dort viel erarbeitet. Mhm. Aber ich bin wieder schon 3 Wochen vor dem ersten Tryout gesehen, bei mir ist es am nächsten gesehen. Ja, ja. Und dann warst du gesehen mit Herbst, aber es hat sich dann schon auf Winter verschoben und jetzt verschiebt es sich nochmal, oder? Nein, jetzt Frühling. Ja, Frühling. Und jetzt Frühling habe ich angefunden, so. Vielleicht nicht. Jetzt bringt es nicht. Ja. Jetzt haben wir nächstes Jahr Herbst. Nächsten Herbst. Jetzt habe ich nochmal ein paar Monate und jetzt habe ich einfach das Programm auf die Seite gelegt. Yeah. Weil ich habe gemerkt, solange es das Covid gibt, auch wenn ich mehrere Sachen erlebe, du erlebst natürlich nicht so viel jo, wie vorher. Das heisst, die Themen drehen sich nur ums Einte. Wo auch cool sein, aber die Frage ist, bis im Herbst, wenn ich nur Zeug schreibe, wo ich jetzt die letzten 1,5 Jahre erlebt habe, es im 2022, dann ist es so, yeah, ja, dude, that was like 2 years ago, dude. Ja. So, jetzt habe ich es mal auf Seite da. Ja. Yeah. Und dann, glaube ich, nächstes Jahr Frühling oder Sommer fange ich einfach wieder an. Yeah. Und schreibe es dann zu Ende und tue noch ergänzen oder nehme Sachen raus, wo ich finde, vielleicht wäre es auch cool für die Leute, gewisse Recalls zu haben, wo ich über gewisse Sachen rede, die wir alle erlebt haben. Mm-hmm. Aber ich glaube, ja, es muss... Aber eben, vielleicht ist es dann auch schon wie so, vor allem, weil es jetzt alles so lang geht mit dem Corona-Schissel, ja, dass der... Irgendwann, wenn es dann eben nicht mehr so spürbar ist, dass du wahrscheinlich auch nichts mehr darüber willst hören. Nein, eben. Ja. Ich glaube, aber eben, das, dann kannst du ja gleich in Südafrika fertigstellen. Ja, auf jeden Fall. Also Cape Town kannst du fliegen. Ja, also ich habe gedacht, vielleicht Februar habe ich mir noch überlegt gehabt zu gehen. Wir sind im Sommer jetzt. Ah, ja, logisch. Ja. Ja. Und im Sommer, da haben sie Winter. Yeah, yeah, und dann laufen natürlich viel weniger. Mhm. Und dann habe ich mir das war die einzige, eigentlich war es die einzige Möglichkeit, jetzt einmal, wenn wir sonst Hochsaison haben, mal zu gehen. Mal zu gehen, mal viel, ja, gehen. Aber eben kostet halt wieder. Ja, ja. Eben. Und dann ist wieder die Frage, soll ich es oder nicht? Mm. Eben, ich weiß nicht genau, wann meine Jobs wieder kommen oder wie. Ist wieder so eine Calculation Question. Ja, logisch. Wieder. Aber ja, es wäre schon eigentlich cool, wieder arbeiten zu gehen. Ja. Also ich glaube auch nicht, wenn du jetzt runtergehst, dass du genau gleich noch Zeugs kannst erleben. Nein. Es wird auch Restrictions geben, ja, und ich finde dann so. Vor allem, ja, ich habe mega mit Südafrika gelitten. Du hast das gar nicht gewusst, ich habe das erzählt. Wo die Lockdown hatten, haben sie ja noch Alkohol und Tabak verbot gehabt. Also kein Verkauf von Alkohol und Tabak. Und ich habe es gesagt, im Lockdown, wenn ich, ohne Alkohol und Tabak hätte ich einen Tag. Nein, also wirklich, die arme Sirche. Dann nimmst du auch noch den Koch wie am Schluss. Einfach, was du noch hast. Was du noch hast? Einfach yeah. Lime in eine Flasche Wasser. Nein, mach es nicht. Nein. Irgendwelche Shampoos. Nein, wirklich. Nein, es ist nein, ich hätte wirklich 2 Monate ohne Alkohol. Es klingt blöd. Ja. Yeah. Es klingt auch wie ein schwerer Alkoholiker. Aber nein, das kannst du nicht machen. Da habe ich hart von. Aber es hat schon einen Grund gegeben, wie sie eben gesagt haben, dass sie nicht wollen, dass die Anzahl an häuslicher Gewalt, dass der Prozent yeah, dass es steigt. Wir sind Angst gehabt, wenn yeah, viel mehr ja, Leute heiß sind, wenn sie mehr saufen. Und, ja. Da haben sie überall Angst gehabt. In Frankreich ist es zum Beispiel auch angestiegen. Aber, ich meine, Scheidungsrate ist aber auch angestiegen. Seit ja gut, das ist wahrscheinlich die Folge von mehr häuslicher Gewalt. Aber Ziege kannst du ja trotzdem rauchen. Nein, das habe ich auch gefunden. Das ist ein bisschen hart. Also ich glaube, häusliche Gewalt steigt eher noch, wenn du nicht kannst rauchen, wenn du nicht kannst, als Rauchen. Ja, wenn du dich nicht kannst beruhigen, ey, stell dir vor,
von einem Tag auf den anderen, Stefan, du bist Kettenraucher. Ja, eben. Und von einem Tag auf der anderen Seite, wir denken, du bist die Heizung. Auf der anderen Seite, wenn du Kettenraucher bist, dann hast du auch meistens noch Ziggis daheim. Ja, voll. Dann hast du schon drei Stangen vorher gekauft, oder? Voll. Aber ich habe das schon krass gefunden. Leute gehen in den Lockdown und du kassierst 1000 Stutz Bus, falls du illegal Alkohol besorgst und die Polizei halten dich an und findet das im Auto. Ja. Ach. Ja, aber es ist wahrscheinlich das Dealing-Business ist wahrscheinlich explodiert. Mega! Der Alkohol ist so wie dort mit in New York, wie heißt der Gangster schon wieder, der Dicke? Wo Alkohol dealt hat. Weiß nicht. Nein, das kennst du nicht, der ist wirklich berühmt. Al Capone? Aha, Capone? So. Capone, ja genau, ja, okay. Genau. Genau, ist es so gewesen. Der hat mit Alkohol dealt, sind gar nicht gewusst. Ist es Alkohol gewesen? Prohibition, meinst du? Ja, genau, ja, ich denke, ja, genau, ja, voll, ja. 20s, roaring 20s. Yes, man. Ja, ja, ja. Meinst du, unsere 20s war da auch wieder roaring? Meinst du, es wiederholt sich alles immer genau 100 Jahre? Immer irgendwie so. Es ist ähnlich, also, oder nicht? 33 bis 45 wurde es dann nicht. Ich meine, spanische Grippe, fast 100 Jahre später haben wir jetzt Covid. Aber apropos eben Massnahmen, ist viel, also das in Südafrika würde ich eher haben als Indien. Hast du gesehen, was sie machen in Indien? Wenn du deine Maske schon da drunter hast, nehmen sie dich raus auf der Straße und zwingen die Leute, die sie an dem Tag gesammelt haben, alle zusammen Sport zu machen auf der Straße. Was? Ja. Squats, Liegestütze. Was? Und schon, ja, das hat Videos, wo du denkst, shit, Bro. Das nenne ich. Und dann gibt es Leute, die sagen, Stadt, wie wir zwingen, Maske anzulegen. Also in Indien machen Squats, Alter, wenn sie keine Maske anlegen. Also, so. Das finde ich hart. Eben lieber kein Alkohol anstatt das. Lieber kein Alkohol als Squats. Ja, lieber kein Alkohol als Squats. Ich mag gerne Squats. Ja, aber. Du und der Frank haben aber im Haus 1 hier in Seelisberg haben noch. Also Frank ein bisschen mehr als du. Aber die haben euch noch ein bisschen sportlich betätigt, eigentlich mit so komischen Übungen. Irgendwie so ganz, ja, das war noch cool gewesen, aber ganz schlechter Musik. Ja. So, der Frank, manchmal hat er guten Musikgeschmack und manchmal hat er katastrophalen Musikgeschmack. Und dort ist wirklich so gesehen, pump it up, pump the feeling. Ja, nein, irgendein Scooter-Song. Also. Oi, 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 fucking oi. Ich so, nein. Und dann siehst du so, Hampelmännchen machen und so. Planks! Oi! <Yeah. lacht> Nein, aber für mich das Highlight. Ja, aber ja, genau, das wollte ich sagen. Für mich das Highlight war die Sauna. Die ist weltklasse. Mit Abstand. Wirklich vor allem der erste Abend, wo wir die Sauna gemacht haben, weil ich sicher Mods Kater hatte. und dann für mich wirklich das Highlight war einfach die Sauna, mit der DDT noch quatschen. Einfach mal die Welt. Es war einfach mal still. Yeah. Es war einfach nichts rundherum, nur ich und du. Am Schwätzen über Gott weiß was, am Schwitzen zwar. Und dann laufst du raus und liest in die Becke dort. Und es ist ruhig. Ja, und dann siehst du ja die Bäume und du schaust auf und siehst die Sterne. Und du bist dort hinten noch und ich kann das Feuer noch brennen. So, ja. Ach, geil. Wirklich. Es hat so eine freistehende Badwanne gehabt, so eine Aussenwanne. Ja. Und die haben wir mit kaltem Wasser gefüllt. Und die Sauna, die steht wirklich einfach, die steht schon fast im Wald. Ja, kannst du nicht Bilder einblenden? Sie haben auf der Webseite haben sie nur so Beispielbilder. Aber auf dem Instagram-Channel, Haus 1. Wirklich, zieht euch das rein, das ist wirklich, Haus 1, wirklich, das Haus ist wirklich grandios gewesen. Und eben, dann bist du einfach in dieser Sauna und du musst sie zuerst selber anführen. Ja, genau. Ich habe sie immer angeführt und dann hast du hinten raus, siehst du eigentlich nur Grün. Ja. Und vorne raus, eben, bist du einfach in die Wanne gesessen. Und kriegst eine Art High, wenn du in die Wanne gehst und die so abkühlst. Dann haben wir gesagt, höchstens 5 Minuten. Achtung, 5 Minuten sind um, du musst aus der Wanne kommen. Weißt du, du bist auf einmal unter Kiel und sagst, Nein, das war für mich mit Abstand das Highlight in dem Haus. Es hat wirklich coole Sachen gehabt, aber die Sauna ist wirklich. Das war so der Moment of Zen. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, wir haben nicht ein ganzes Areal gebraucht, aber wir haben, das ist für mich so. Ja, das war. Nein, du musst auf Instagram-Channel. Du findest. Du kannst auf Instagram. Schade. Kannst du nicht auf Instagram? Nein, musst nicht. Musst du doch nicht einloggen. Nein. Musst du probieren. Instagram. Da.
Nein, du musst auf der Haus 1 Link von Instagram, dann brauchst du kein... Aha, du musst einfach Haus 1 Instagram eingeben. Genau. Dann kommt's. Haus 1 Nein, das Instagram. Haus ist wirklich genial. Ja, das ist Wahnsinn. Also soll es alle mal auschecken, weil die Geschichte ist ja... Brutal. Brutal. Ja, irgendwo siehst du, ja, jetzt musst du runter scrollen, siehst du... Sonst die Badewanne hoffentlich. Weiter runter. Aber. Es gibt ein Bild von der Sauna im Winter. Nein! Ah! Nein! Fast geschafft. Los. Fuck! Okay, nein, okay, gut. Scheißegal, geht einfach. Geht einfach genau. Auf Instagram gehen. Ja. Mal das. Das sind Videos. Das schneide ich. Das sind wie die Pornoseite, wo du denkst, geil, neue Seite gefunden. Passt einfach scrollen, psch, Premium. Das ist mir noch nie passiert. Okay, jetzt, wie du Member bist. Was? Wie du Member bist. Ich habe so eine All-Time. All-Access. All-Access for every Channel. Mm. Hast du nicht auf der Daily Show geschaut, wie hoch? Die Anzahl der Leute, die auf so Seiten gegangen sind, ist massiv gestiegen seit letztem Jahr. Ja, letztes Jahr. Das Jahr März. Mai. März. Nicht das März. März. Ja, März. Stimmt. März. Oh Mann. Aber ich habe bis vor einer Woche nicht gecheckt, dass OnlyFans eigentlich sexuell ist. Ich habe es im Fall nicht lang gecheckt. Ich habe gemeint, OnlyFans ist wie Cameo. Wo du irgendwelche Videos schickst, so Hallo, ja. Happy Birthday, so und so, und was weiß ich. Habe ich auch gedacht. Und alle machen immer so OnlyFans-Witze und ich so, ja, voll. Voll, ja. Easy. Ja. Jetzt im Fall auch erst den Monat gecheckt. Geil? Ja, wirklich, ich habe lange nicht gewusst, was OnlyFans ist. Weißt du, wie es passiert ist? Weil du bist sicher auch angefragt worden von verschiedenen so Channels. Eben, ja. Können wir dich auf meine Plattform tun? Ja, genau. Dass du den auch hast, Geburtstagsgrüße und was weiß ich, verschicken, oder? Und dann hat irgendwie sagt irgendjemand OnlyFans und irgendjemand sagt, bist du auch schon angefragt worden? Weißt du, quasi, bist du schon angefragt worden? So ein Witz, oder? Für OnlyFans. Was? Oder hast du einen OnlyFans-Account? Oder irgendetwas. Und ich so, nein, aber ich habe das alles abgesagt. Weißt du, und jemand so, was? OnlyFans, hast du abgesagt? Ich sage, all das Zeug irgendwie, weißt du, es gibt das. Ich habe gemeint, das ist Cameo. Ich sage, ja, es gibt das in den USA. Cameo, es TikTok. Es gibt aber auch in Deutschland, gibt es irgendwie Star Only, oder wie es auch immer heißt, Stars for You und all das Zeug. So. Und irgendjemand sagt so, aber du weißt schon, dass es Porno ist. Und ich sage, aha! Jetzt macht alles Sinn! Ah! Nein, dann haben die mich nie angefragt. Nein, ich habe es auch lange nicht gepeilt. Wirklich nicht gepeilt. Und Leute zahlen für das. Das finde ich noch so crazy. Ja, das ist richtig crazy. Und was auch crazy ist, das hat mir ein Kollege gezeigt, der hat gesagt, kannst du mal auf Instagram, weißt du, kannst du einfach so mal Reels oder irgendwas, oder einfach so popular, wie das immer heißt. Und eigentlich so ziemlich jeder Mensch, hauptsächlich weiblich, so Anfang 20, wo ein bisschen sich präsentiert, sagen wir jetzt mal, hast du in der Bio einen OnlyFans-Account. Alle machen das jetzt. Oh, Scheiße. Also halt die, die auf Instagram, natürlich, okay. Von, nimmst, was weiß ich, 200 Frauen, macht vielleicht eine so Bilder auf Instagram. Den aber wenn es die ist, macht sie wahrscheinlich auch noch einen OnlyFans-Account. Okay. Ja, ach, crazy, Mann. Ich frage mich immer von so Leuten, was machst du, wenn deine Eltern auf so eine Seite stoßen von dir? Ja. Yeah. Also weißt du kannst es nicht verstecken? Nein, schwierig. Ich meine, eben ja, schwierig. Was machst du denn? Ich finde das irgendwie... Ja, ich meine, I'm not judging. Do what you gotta do. Aber trotzdem, ich weiß nicht, was ich... Als ich Kind hätte und ich sehe meine Tochter jetzt so eine Seite. Alter, was machst du denn? Ja. Du hast es ja nicht... Ja, irgendwie schon, aber irgendwie, wenn sie finden so... Wie lange müsste noch Covid gehen, bis du so etwas machst? Bis im Juni. Nein, no. Vorher schon. Noch weniger. Vorher schon, nein, ich glaube nicht. Es gibt einen Komiker in der Schweiz, der das hat.
So habe ich es erfahren. Was? Ja. Der Tim hat mir gesagt, irgendein ein Komiker. Aber ein Mann hat eine Only-Seite, hat eine Only-Fan-Seite. Wirklich? Ja, aber ich weiß eben nicht, was er, ob er wirklich nackte Bilder zeigt. Ja, vielleicht ist es einfach ein Gag und er zeigt Leute irgendwie, keine Ahnung, Bilder von Mikrofons oder so. Was auch lustig ist, ich weiß es nicht. Von grossen, langen, dicken Mikrofonen. Ja, einfach von Ständer. Nicht. Aber es gibt einen Komiker in der Schweiz, der das hat, kein Witz. Oh, sagst du mir nachher, wie er heißt? Ich kann es sicher nicht ganz so. Nein, ich könnte so etwas. Könntest du so etwas machen? Nein, du sagst, aber welcher Komiker? Das sagst du mir nachher. Nein, ja, das sage ich schon, ja. Ich? Nein. Könntest du nicht so einen geilen Nippelpick oder so ein Bild, wo wir Sally's Back gemacht haben mit dem Wasser? Aha, ja, aber das. Aber ich kann so Zeugs nicht serious machen. Es muss immer irgendwie der Humor drin sein. Ja. Zum Beispiel, der Frank hat mir mal das beste Kompliment gemacht. Wegen das Bild, wo ich im einen Hotelzimmer bin und Baguette ist. Ah ja, Mann! Das ist ein geiles Bild. Ja. Und zwar hat der Frank mir gesagt, das habe ich super lustig gefunden. Ich sage, danke vielmals. Und also, ja, weißt du, weil. Es ist wirklich nur aus Comedy und nicht aus dem Gedanken, ich sehe geil aus und mache einen auf Comedy. Ja, okay. Ja. Obwohl das eigentlich der Gedanke war. Schade. Nein, aber das ist wirklich. Es gibt natürlich so Posts, wo du siehst, wo du denkst, ich mache jetzt einen auf lustig, aber eigentlich wollte ich auch zeigen, dass ich jetzt trainiert habe. Ja. Oder so. Und I know who you mean. Bei mir definitiv nicht. Ja. Nein, das ist einer von meinen Lieblingsbildern bei dir. Und das Video, wo wir mit dem Büssi, im Büssi seinen Pool gemacht hast. wo ich den Ball am Boden suche. Oh Mann, das musst du aber einbleiben, das musst du Leute ja, das zeigen. Das können wir zeigen. Das ah nein, er hat ja kein... Kein Instagram. Der Solti hat ja kein Instagram. Das ist auch einblendet, das ist cool, Mann. Das müssen wir fast zeigen. Ja. Aha, das können wir dann in der Post, können wir das reden. Ja. Also zwar, Achtung, es kommt... Jetzt. Hallo! Hä? Fuck! Sorry, ist ein bisschen... Oh, shit. Was ist? Was ist? Also, irgendetwas ist da. Was? Nein, ist Muss ich halt noch denken. Ja. So, jetzt haben wir es geschaut. Ist das lustig gesehen? Ja, voll geil. Einfach so. Nur aus Comedy-Gründen schnell meinen Arsch zeigt. Ja. Vor allem, wieso haben wir das Video gemacht? Weil ich glaube, etwa 7 Mal den Joke bei dir gemacht habe. Immer wieder so, nur. Hey, schau mal da. Und dann wird so. Nicht nur an dem Tag hat er mich wirklich mit kleinen Sachen so geschliffen. Dann nimmt er, ich hock dort, nimmt das Handy und sagt, hey Charlie, ich finde Menschen, die sich irgendeinen Spruch auf der Brust tätowieren, mega mühsam. Nicht so, ohne Scheiß, du bist so blöd. Oder wie du tanzt hast, das weiss ich noch. Dann habe ich eine Story aufgemacht, lass es auf. Und wo viele Leute lachen und dann kommt einfach eine so, ich sehe seinen Dick. Oh mein Gott. Am Nachmittag um 6 Uhr, am Nachmittag um 4 Uhr, glaube ich, in Mallorca. Ja. Hake am Pool. Du bist immer noch sehr begeistert davon, wie du eigentlich nicht mehr hast schwätzen, wo wir am Ballermann sind. Du bist so die erste halbe Stunde bist du wirklich wie paralysiert gesehen. Du hast die Welt nicht verstanden. Nein, das ist eine Welt für sich. Ich sag's dann, sag's heute auch, jegliche menschliche Intellekt hört dort auf. Aber darum habe ich mich so wohl gefühlt. Weil mega, mega oft, ohne Scheiß, mega oft hast du das Gefühl, du bist der dümmste Name. Weißt du? Und dort denke ich wirklich so, ich kann mich richtig dumm benennen, aber schau mal, dort hat es einen. Und dort hat es einen, die sind hundertprozentig schlimmer als ich. Okay, gut, aber dann muss ich fast... Weil,
Das Geilste ist wirklich das eine Video, das ich gemacht habe, wo der eine in der Mitte so voll am Abgehen ist. Hey, und nein. Er hört mit dem Hintergrund einfach nur noch so. und du schaust das jetzt an und denkst so, wird das jemals wieder möglich sein nach Covid, dass so viele nein. primitive nein. Menschen auf einem Haufen sich gegenseitig ins Gesicht krönen? Das ist der Joel, nachdem wir im Ballermann waren. Warte, ich muss das schön. Was? Aha! Das Video ist. Weil am Schluss bin ich einfach den Büssi gesehen. Weißt du, kann ich das? Das können wir nachher auch in den Post der dritten, aber zeig's mal. Zeig's mal, dass ich es auch wieder mal gesehen habe. Hey, das ist eineinhalb Stunden so gegangen. Ich bin so überrascht. Es hat dort am Ballermann, das habe ich noch nie in einem Club gesehen. Es hat extra so einen Abfluss, so wie die Regenabflüsse. Ja, Regenrinne. Ja, für Kotze. Nein, sorry. Was? Hast du es nicht gesehen im ersten, wo wir am Rand hat es das gehabt? Ja, es ist ja irgendwie wahrscheinlich 30 Liter Bier ausleeren pro Minute. Du musst das einfach, dass du das nicht immer musst aufwischen musst, das einfach gerade abfließen. So, nein, oder? Es ist so richtig primitiv gewesen. So. Die Frau läuft ja aus auf der Bühne. Hallo, geht's euch gut? Alle Männer, wenn sie alle. Oh mein Gott. Stimmt, und die ist ja noch verkältet gesehen. Ja, und dann für ein paar tausend Euro machst du alles. Nein, machst du die ist verkältet alles, gesehen und gesagt, ich bin ein bisschen erkältet und alles. Und dann. Oh la 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 la. Weißt du, wie wir sind? Aber wir haben 90 Minuten Ballermann gemacht, dann sind wir da gegangen. Das sind perfekt gegangen. Aber du hast es hart gefühlt. Wir sind wieder ins letzte Club, wo wir reingegangen sind, laufen wir in den. Ich und Büssi gehen dann mal, stehen auf Seite und du so, nein, ich muss nicht drin. Ich sehe mich einfach in der Mitte dort so. Sorry, nein. So geil. So. Oh, an dem Abend habe ich dich so hart gefühlt. Kannst du das Lied nochmal abladen? Disco. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ja, ich finde, das sind so meine Lieblingsmomente mit dir, wenn du einfach so loslässt. Auch in New York, wo ich einfach in den Club hineinlaufe und ich sehe einfach, alle Leute schauen in die Ecke hin und denken, was haben die all? Dann komme ich um die Ecke, du. So geil. Oh, ich vergesse das nicht. Oh. Es ist Sweet Dreams gelaufen, dann müssen wir so tanzen. Oh. Ah, du weißt das Lied noch? Ja, natürlich. Was, das habe ich nicht gewusst? Doch. Es ist Sweet Dreams of Made ja. It. Dann musst du tanzen, weil das fällt dir schon so dann musst du so mit flailing arms. Dann musst du eben wieder Dings. Das haben die mir jetzt geschenkt auf Weihnachten. Ah, ja, die wo du bei den Autoverkäufer vorne raus hast, die sich so aufblasen die ganze Zeit. Dann musst du eigentlich so tanzen. Oh Mann, ja. Genial, hey. Genial. Das ist wirklich. Ballermann ist der Schritt gesehen, weil also du hast die Welt nicht verstanden. Ich bin so rumgelaufen, so mit so den grössten Augen, die ich jemals gesehen habe. Will ich nicht denken, dass es so. Also, du siehst es im Fernsehen und du denkst, es sind einzelne Leute. Nein, es sind alle so. Aber das wie Ballermann. Irgendwann lassen sie You Never Walk Alone laufen und dann so. Und dran, das ist doch auch geil gesehen. Was wird da geheißen? Mich hat dein Engel geküsst! Du fühlst dich an der richtigen Ecke von deinem Körper, fühlst dich getroffen, dass es einfach abgeht. Ich bin so schockiert gewesen, wenn wir an die Bar gegangen sind und ich sage, ja, Whisky Cola. Er sagt, ja, groß oder normal? Ich so, normal. Der kommt so ein Becher! Das ist normal! Ja, normal ist irgendwie. Ein Halbmaß und gross ist ein Maß. Und dann nimmst du wirklich auf den halben Liter Whisky Cola. Alter,
das ist nicht normal. Oder ist sogar das Mass gesehen? Ja, man, hey, nein. Ich habe ein Mass getrunken. Oh, ich habe zwei von denen gehabt und dachte, yo, ich muss hocken. Ich weiß nicht, wie die Leute immer noch im Party das machen. Das haben wir sonst nur an der Poolparty in Vegas haben wir das auch gehabt. Weißt du noch? Für irgendwie $70 hast du so eine Liter Moskau Mule gekriegt. Und es ist irgendwie 48 Grad draußen und du bist so bis zu den Knien in einem Pool. Es ist so nieder und du bist einfach so, ah, okay. Und für den ersten haben wir irgendwie 4 Stunden gehabt, gell? Für den ersten haben wir uns mega lange Zeit genommen. Danach haben wir einen zweiten genommen. Und schon während dem zweiten haben wir so gesagt, hey, langsam spüre ich es ein bisschen. Ja. Wow, hey. Du, jawohl. 3-4 Stunden später haben wir schon wieder einen Schnitt gehabt. Und ich weiß noch, bei der vierten haben wir gesagt, wenn wir den nehmen. Nein, wir haben glaube nur 3 getrunken. Nur 3 getrunken? Ah, die habe ich gewechselt. Und nach dem dritten, eigentlich waren wir kurz Nacht essen, nach dem dritten wachen wir irgendwann so passed out. Ich bin am Boden aufgewacht im Hotelzimmer. Machen wir so halb zwei am Morgen wachen wir auf. So, hä? Was? Und wir sind am 7 Uhr rausgelaufen von dieser Party. Es ist so, was habe ich gemacht in auf 6 Stunden schnell pennen. Oh, und Gott, dann, und es ist ja fast Sonntag auf Montag gesehen. Und dann hat sie einfach so um 1:30 am Morgen so einfach so durch Vegas irgendwie so etwas nach Essen suchen. So, da schnell einen Burger. Und dann hat sie irgendwie so ein Konzert gesehen, wo irgendwie genau ein old dude und eine Prostituierte getanzt haben. Und ich meine, wir sind ja Bühnenkünstler. Ich konnte das so mitfühlen. Oh. Dann hast du irgendeinen Job und es ist fucking Band, 5 Leute auf der Bühne. Oh, halt, ja, und sie spielen für eine Prostituierte, die gerade irgendeinen Old Dude ausnimmt. Und er immer so. Und er immer so ihren Arsch lenkt und sie die härtesten Dance-Moves machen und sich so um ihn herumschweißt und so. Und die auf der Bühne denken sich wahrscheinlich, alles für ein paar Dollar. More than a feeling, more than a feeling. Und wir zwei, genau, und dann kommen noch 2 immer noch betrunkene Dudes, die nicht wissen, was machen. Scheiße. Und oh, das war lustig. Oh, ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Ja. Those were days, man. too many more, hä? Huh? Ja, voll, ja. Yeah, hey, wir haben 1,50 haben wir gelabert. Oh, also fast. Ja, hey, immer wieder das Vergnügen mit dir. Du musst jetzt irgendwie, was musst du jetzt noch anschauen? Autos? Ja, ich muss das anschauen. Covid läuft, hä? Eh? Nein, nicht für mich. Nein, die Zoom-Calls, ne? Ja, die Zoom-Calls, ne? Nein, ich muss für meinen Schatz, weißt du, sie braucht das Auto, wie sie schafft, immer noch zu Basel. Ja. Ja. Hey, jo. Ja, muss leider sein. Nein. Und du gehst für sich Autos anschauen? Ja, besser, weil... nein, es ist schon Sachen im Filter eingesetzt. So. Den Minivan finde ich mega schön. So, Schatz, weißt du, was ein Minivan ist? So, ich gib mir das mal, such ein Polo oder sonst. Ja, dann ist es, glaube ich, ein bisschen besser, wenn ich es schnell anschaue, selber. Ja. Yeah. Aber weißt du, wie dann kann ich auch den Preis abdrucken und sagen, hey, da jetzt Rost. Und im Auspuff. Wenn ich schon MFK war, letztes Jahr, gerade ein 1000er Abend. Ja. Dann viel Erfolg. Hey, danke dir. Und, I love you. Immer spaßig so. Mit dir. Ich hoffe, wir können GoFondue essen bald wieder. GoFondue essen? Ja, hoffentlich wieder auftreten. Ja, das auch. Was ich wirklich, also das habe ich schon vor Covid vermisst, sind gemeinsame Auftritte ja. mit dir. Weil wir spielen jetzt halt mehr Solo als früher. Ja. Früher sind wir zusammen auf Tour gewesen. Mix-Shows, ja. Ja, die fehlen schon. Wir sind 3 Jahre hintereinander. Ja, sind wir immer zusammen auf Tour gewesen. Ja. Und das vermisse ich eigentlich am meisten. Ja, und die Momente, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Aber du weißt, was du gemacht hast. Bisschen irritieren, bevor du auf die Bühne kommst. Irritieren, nennst du das? Du legst mir zu. So, das war der heutige Feel-Good-Podcast. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ja, voll. Danke für mich, dass ich da hatte für Sie. Bis bald. Yeah, much love. Thanks, bro. Ja, much love to you. Peace. Boop, boop. Ba, boop, boop. Boop. I
Tieren nennt er das.